Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur dritten Lebensenergie-Konferenz. Heute wollen wir über den wahrscheinlich größten und machtvollsten Gegenspieler der Lebensenergie sprechen, über Stress, der nach Erfahrung meines Interviewpartners die Hauptursache aller Krankheiten ist. Und wir wollen natürlich wissen, was wir mit Hilfe der von ihm entwickelten instinktbasierten Medizin dagegen tun können. Herzlich willkommen, Dr. Leonard Coldwell. Herzlichen Dank, dass Sie mich auf Ihrer Show haben. Und ich habe also jetzt schon seit Wochen mich darauf gefreut, mit Ihnen sprechen zu können. Ja, ich mich auch. Es hat mir große Freude gemacht und mich darauf vorzubereiten und Ihre Bücher zu lesen und die ganzen YouTube-Videos zu sehen. Ja. Alle wären ein bisschen viel. Gut, für die Leute, die zuschauen, Dr. Coldwell lebt auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA und von dort spricht er jetzt live mit mir. Mit deutlich besserem Wetter als bei uns, wie ich gehört habe. Okay, bevor wir zur Sache kommen, möchte ich Sie ein bisschen ausführlicher vorstellen. Sie sind Doktor der Naturheilkundemedizin. Sagt man das so in den USA? Ja. Sie zählen zu Amerikas erfolgreichsten und bestbezahltesten Motivationscoaches. Und sie gelten weltweit als die Autorität in der Heilung von Krebs mit naturheilkundlichen Methoden. Sie sind gebürtiger Deutscher, wie man hören kann, aber vor 28 Jahren in den USA ausgewandert, weil man ihnen hier in Deutschland das erfolgreiche Ausüben ihrer Arbeit unmöglich gemacht hat. Darüber können wir später ein bisschen sprechen, gerne. Jetzt ein paar beeindruckende Zahlen. Sie haben über 65.000 Patienten begleitet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. 35.000 davon Krebspatienten mit der erstaunlichen Heilungsrate von über 90%. Sie waren auch der Erste, der Krebspatienten und Angehörige zusammen behandelt hat. Für Ihre Verdienste für die Menschheit haben Sie die Ehrendoktorwürde als Doctor of Humanity von der Baptist University in Louisiana erhalten. Und wenn meine Recherchen stimmen, haben über 4 Millionen Menschen an Ihren Seminaren teilgenommen. Sie haben eine Radioshow mit über 2,5 Millionen Zuhörern und Ihre YouTube-Videos wurden über 300 Millionen Mal aufgerufen. Ist das korrekt? Jetzt sind es sogar 600 Millionen. Halleluja. Ja, wir sind in 9 verschiedenen Sprachen mit 600 Millionen Views. Unglaublich. Sie sind zudem Bestseller-Autor von 19 Büchern, die in insgesamt mehr als 57 Millionen Mal verkauft wurden. Das ist, glaube ich, Rekord für wissenschaftliche Bücher. Und teilweise sind die in 9 Sprachen übersetzt worden. Ja. Warum diese Bücher nicht in den Bestsellerlisten stehen, darüber können wir uns gerne gleich austauschen. Des Weiteren sind Sie Gründer der Stiftung Drogenfreie Schule und Gesundheit für Kinder in Deutschland und alle Ihre Gewinne aus Ihren Büchern und CD-Sets gehen an eine weitere Stiftung für Krebspatienten. Sie sind der Präsident und Gründer der Cancer Patient Advocate Foundation und sitzen im Aufsichtsrat der American Anti-Cancer Foundation, richtig? Absolut. Und dann zum Schluss noch. Sie arbeiten sowohl mit führenden Unternehmen und deren Führungskräften und High Society, wollte ich gerade sagen. Also berühmte Schauspieler, Models sowie viele namhaften Gesundheitsexperten, die Sie in IBMS ausgebildet haben. Wenn das alles stimmt, diese Zahlen, ich habe wahrscheinlich noch nicht mal alles erwähnt, aber dann sind Sie ja quasi der Rockstar der ganzheitlichen Medizin. Ja, mehr oder weniger, Helge. Die Sache ist wirklich die, ich mache das ja schon seit 43 Jahren jetzt. Und wenn Sie sich überlegen, dass ich über 4 Jahrzehnte in dieser Branche bin und seit meinem 14. Lebensjahr, wir können gern darauf eingehen, aber seit meinem 14. Lebensjahr habe ich Menschen geholfen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir sehr oft sind wir nicht dazu berufen, das zu tun, was wir tun wollen. Mein ganzes Leben lang wollte ich Rechtsanwalt werden. Ich wollte für die Unschuldigen kämpfen. Und ich habe einen sehr ausgeprägten Rechtssinn. Und dann erkrankte meine Mutter an Leberkrebs, also erst an Hepatitis C, dann Leberzirrhose, dann Leberkrebs. Und hatte vor 43 Jahren, 44 Jahren die Prognose, 6 Monate zu leben zu haben.
Alle 7 Geschwister meiner Mutter sind an Krebs erkrankt. Alle meine Großeltern, alle 4, sind an Krebs gestorben. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Mein Stiefvater ist an Krebs gestorben. Meine Schwester hatte Krebs, Gebärmutterkrebs. Und Sie müssen einfach davon ausgehen, dass wenn man mit derartigen Schmerzen lebt, Schmerzen, dass jeder um einen herum immer zu im Krankenhaus ist, der Notarzt immer zu da ist. Ich kenne meine Mutter in meiner Kindheit und Jugend nur schreien vor Schmerzen und den Notarzt rein und raus. Die haben ja Morphin gegeben, damit sie etwas weniger schreien konnte. Und das hat sich alles aufgebaut, so circa seit meinem 7. Lebensjahr. Als ich 12 war, hat man dann gesagt, sie hat maximal 6 Monate zu leben. Mein physischer Vater hat uns einfach verlassen und hat gesagt, ich will keine kranke Frau. Und der war dann eben einfach weg. Und dadurch, dass es nur ich war und meine Mutter, und wir kommen aus, meine Mutter ist Flüchtling aus Ostpreußen, und dann eben mit 7 Geschwistern ist meine Großmutter aus Ostpreußen geflohen am Kriegsende. Wir kommen aus einer sehr, sehr, sehr armen Verhältnissen. Und wir hatten im Prinzip keine Möglichkeiten, irgendetwas offiziell zu tun oder meine Mutter irgendwo hinzuschicken, sondern ich musste Gaststätten sauber machen, bevor ich zur Schule gegangen bin. Und nachher habe ich in Pommesbuden ausgeholfen und gearbeitet, um mich und meine Mutter im Alter von 12 Jahren, um mich und meine Mutter zu ernähren, so gut es ging. Weil unsere Familien, meine Großmutter, keiner hatte irgendwie Geld. Auf beiden Seiten waren sie Flüchtlinge. Einmal mein Vater aus Schlesien, meine Mutter aus Ostpreußen. Und wenn man so viele Menschen leiden sieht, die man liebt, und das ist eigentlich der größte Motivator. Man kann selber viel, viel Schmerzen ertragen. Ich bin chronischer Schmerzpatient. Ich habe nach sehr vielen Pferdeunfällen, meine Wirbelsäule ist also im Prinzip komplett kaputt. Und ich lebe also mit chronischen Schmerzen seit über 30 Jahren. Ich war 4 Monate im Rollstuhl nach einem Pferdeunfall, nach einem Reitunfall. Und man hat gesagt, ich werde nie wieder laufen lernen. Aber das hat mich nicht gekümmert. So sehr wie mich nicht gekümmert hat, dass sie gesagt haben, dass meine Mutter in 6 Monaten zu sterben hat. Und die Zuschauer sollten wissen, meine Mutter ist gerade 80 Jahre alt geworden. Sie ist eine der gesündesten und vitalsten Menschen, die Sie sich vorstellen können. Wenn Sie zu meiner Webseite gehen, ibmsdeutschland.com, sehen Sie das Interview von meiner Mutter vom April, wie vital und gesund und am Leben sie ist. Und die haben Sie selber, die haben Sie mit 14 geheilt, Entschuldigung. Die haben Sie mit 14 geheilt, tatsächlich, als Junge. Ja, Helge, das ist natürlich, es hört sich so an, als hätte ich Sie in 2 Jahren geheiratet. Netter Versprecher. Aber was wirklich der Fall war, ist, weil es ja Versuch und Fehler war, wir haben also alles ausprobiert, jedes Buch, das ich lesen konnte über Tees und Herbology, also so Mineralien und Vitamine. Alles, was ich lesen konnte, habe ich einfach in meine Mutter reingesteckt. Also alles, was ich gelesen habe, habe ich bei meiner Mutter ausprobiert. Und dann ging es ihr nicht unbedingt besser nach einem Jahr, aber sie war immer noch am Leben. Und nach 2 Jahren ging es ihr ein bisschen besser und ich habe dann alles Mögliche versucht von Hypnose und was ich heute weiß, dass es unglaublich gefährlich ist und niemand sollte sich mit Hypnose auseinandersetzen. Und die Problem, because das, weil es abhängig macht. Es nimmt den Menschen die Macht, die eigene Macht von sich selbst weg. Genau wie NLP. Also man muss da ganz, ganz genau abwägen, was man da tut. Ich meine, es ist jedem seine eigene Entscheidung, aber ich persönlich habe jahrelang mit Hypnose gearbeitet, um dann zu erkennen, das ist keine Hilfe, weil nur Hilfe zur Selbsthilfe ist, wirkliche Hilfe. Und wenn man dann sich vorstellt, dass mit 14 war meine Mutter ein bisschen besser, dann haben wir immer weiter probiert mit 16, 18, aber richtig gesund war sie, als ich ungefähr 22 Jahre alt war. Und das ist im Prinzip, was die Menschen glauben, ja, sie hatte 6 Monate zu leben, als ich 12 war. Also muss er sie ja irgendwie in 6 Monaten geheilt haben. Nein, ich habe sie lange genug am Leben erhalten,
sodass sie geheilt werden konnte. Und als ich ungefähr 22 Jahre alt war, war sie dann gesund. Dann hat meine Schwester, ist an Gebärmutterkrebs erkrankt, das habe ich an einem Tag geheilt, einfach nur mit Sodiumbicarbonat, vaginalem Dusch, mit Schwarzkohl heißt das, Sodiumbicarbonat, also ne? mit Baking Soda. Ich weiß jetzt nicht so ganz Schwarzkohl, genau, was in ja. Deutsch heißt. Und das war ein Tag, drei Spülungen, und die sie selbst gemacht hat. Und in einem Tag war der Gebärmutterkrebs weg. Und das funktioniert immer Wow. wieder. Dr. Simoncini, der große Onkologe in Rom, mit seiner riesigen Krebsklinik, hat ein Buch geschrieben: Krebs ist ein Fungus, also ein Krebs. Pilz. Und jeder sollte das Buch lesen. Das ist also unglaublich interessant. Wir wissen seit Otto Warburg und Max Planck, seit 1911, 1936, die haben beide den Nobelpreis in Medizin bekommen, dadurch, dass sie bewiesen haben, dass der Körper kann keinen Krebs produzieren oder wachsen lassen, wenn der Körper alkalisch ist. Sobald sie also einen pH-Wert haben von 7,36 oder 7,4, können sie keinen Krebs haben oder bekommen, und der Krebs kann nicht wachsen. Wir wissen das seit Anfang des 19. Jahrhunderts, wo hochrangige Wissenschaftler einen Nobelpreis in Medizin bekommen haben, jeder von denen. Nur ist ja darin kein Geld zu verdienen, und die Krebsindustrie ist eine 300 Milliarden pro Jahr Industrie. Und Ja, das bedauerlich, würde bedauerlich, ja. den, ja. Und wie ist das denn weitergegangen? Also Sie haben dann haben Sie dann in Deutschland Medizin studiert oder Heilpraktiker gelernt? Sie haben ja dann in Deutschland eine ganze Weile auch praktiziert, sehr erfolgreich, wenn ich das verstanden habe, Ja. und dann auch jede Menge Ärger gekriegt, weil Sie, ja, warum eigentlich? Ja, weil heilen ist ja gefährlich, heilen ist ja verboten. Das schneidet ja in die 300 Milliarden Dollar Krebsindustrie. In Deutschland gibt es sogar ein Gesetz, dass sie kein Buch über Selbstheilung oder dass du Selbstheilung anleiten könnte, schreiben, verschenken, verkaufen, publizieren dürfen. So Bei weit. Krebs. Ja. Ja, das ist also jede Form der Selbstheilung oder was zur Selbstheilung anleiten kann, ist im Prinzip illegal. Die Also Sie gelten ja als Krebsexperte weltweit. Das kriegt man ja mit. Haben Sie dann hier in Deutschland auch schon sehr erfolgreich gearbeitet Ja, haben ich Sie habe eine über, Klinik oder eine Praxis gehabt? Oder? ja, auch Krankenhäuser, die Cool. modernen Therapiezentren. Wie das alles sich aufgebaut hat, ich habe im Alter von 14 Jahren schon Patienten gehabt. Und ich schwöre bei meinem Leben, dass alles, was ich sage, ist wahr. Sie können im Februar meine Mutter bei unserer großen Veranstaltung in Hannover, meine Mutter selbst fragen. Sie war meine Sekretärin. Ich habe mit 14 schon Patienten gehabt. Weil jeder wusste, meine Mutter war im Hotel- und Gaststättengewerbe, also unsere ganze Nachbarschaft, jeder kannte meine Mutter. Und die wussten alle, dass sie am Sterben lag. Und auf einmal ging es ihr besser. Und auf einmal war sie immer noch da, ein Jahr später, 2 Jahre später. Und sie sah auch besser aus, weil wenn jemand an Leberkrebs stirbt, dem sehen sie das im Gesicht an. Sie haben ganz schwarze Augenränder, ganz tiefe Augenränder. Das ist sehr, sehr offensichtlich, was für eine Form von Krebs die Person hat. Und was das Hauptproblem ist, Helge, dass damals, als ich angefangen habe, gab es noch nicht so richtig alternative Medizin. Jetzt haben diese Personen aber gesehen, dass es meiner Mutter besser ging, und haben gesagt: Was hast du gemacht? Und meine Mutter hat gesagt: Mein Sohn hat mich geheilt. Sie wusste nicht so richtig, was ich gemacht habe, und ich wusste nicht so richtig, was ich gemacht habe, weil es war ja immer nur Versuche. Wenn irgendwas geklappt hat, haben wir es weitergemacht, und wenn es nicht funktioniert hat, haben wir einfach aufgehört. Ja. So, und jetzt habe ich dann gedacht: Naja, was haben wir zu verlieren, wenn jemand wirklich schwer krank ist? Was hat die Person zu verlieren mit MS oder Parkinsons oder Alzheimer? Heute kann Alzheimer mit ein paar Teelöffeln Kokosnussöl geheilt werden, nur das erzählt ihnen ja keiner. Und geheilt werden, nicht verlangsamt, was auch immer. Es ist alles Vitamin D und Kokosnussöl. 6 Esslöffel am Tag, in meiner Erfahrung, stoppt das alles sofort. Ganze Demenz und Alzheimer's. Aber wie gesagt, das kostet ja nichts. So, also das funktioniert ja so nicht, dass man das erlauben darf oder das weitergeben darf.
Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mit Patienten zu arbeiten. Und solange wie ich nicht 18 war, haben die mich irgendwie rechtlich in Ruhe gelassen. Ich habe natürlich auch kein Geld genommen. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Geld genommen haben. Ich weiß nicht so ganz genau, ob Praktizieren von Medizin ohne Zulassung, wenn man kein Geld nimmt, eine Straftat ist. Also jedenfalls bis 18 hat man mich komplett in Ruhe gelassen. Als ich so Ende 17 war, kam mein erstes Buch raus, Mama, Please Don't Die, also Mama, bitte stirb nicht. Und das haben wir selbst verlegt und einfach den Leuten gegeben, wenn sie uns ein bisschen Kostenerstattung gegeben haben, fein bin. Aber ich hatte einfach nur aufgeschrieben, mehr wie eine Biografie, wie eine Dokumentation, was ich mit meiner Mutter versucht habe, was meine Gedanken waren, wie oft wir zusammengesessen haben und haben geweint stundenlang und waren verzweifelt und wollten aufgeben. Und um den Menschen einfach zu zeigen, Erfolg hängt zusammen mit Durchhalten. Erfolg kommt nicht über Nacht. Erfolg kommt nicht in einer Linie. Selbst wenn man denkt, man ist unglaublich erfolgreich, auf einmal hat man dann Misserfolge und dann hat man keine Kraft mehr und dann hat man keinen Mut mehr. Und das wollte ich eigentlich den Menschen sagen, dass, hey, wir waren genau da, wo sie jetzt sind. Und das Buch war so erfolgreich, dass eine große Firma, eine pharmazeutische Firma, die ich namentlich durch Gerichtsbeschluss nicht mehr nennen darf, mir gesagt hat, sie geben mir 280.000 D-Mark. Das war vor 40 Jahren. Wenn Wow. mein Buch nicht rauskommt, wenn ich das alle Rechte abtrete und unterschreibe, ich werde nie wieder ein Buch schreiben zu diesem Thema. Wow. Ja, dann habe ich denen etwas gesagt, das wir jetzt in der Öffentlichkeit nicht verbal so wiederholen können, ohne verschiedene Menschen auf die Füße zu treten. Aber ich habe denen selbstverständlich klar gemacht, dass das auf gar keinen Fall eine Möglichkeit ist, weil als meine Mutter und ich zum ersten Mal richtig zusammengebrochen sind und haben tagelang, wirklich 3 Tage lang nonstop immer wieder und wieder geweint, weil wir keine Lösung hatten. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir hilfst, meine Mutter zu heilen, dann verbringe ich den Rest meines Lebens damit, anderen Eltern und deren Kindern zu helfen, nicht das durchmachen zu müssen, was meine Mutter und ich durchgemacht haben. Also als Kind haben Sie sich schon die Mission vorgenommen, Krebs zu heilen oder Krebs, also die ganze Welt mit Ihrem Wissen oder das Wissen zu finden und es mit der quasi in die Welt zu bringen. Ja, Helge, das ist ja natürlich so, aus dem Gedankengut eines 14-Jährigen denkt man natürlich nicht richtig an die ganze Welt. Ja, okay. Ja, es ist einfach so, man denkt an die Nachbarn und an die Freunde und an die Eltern der Schulkollegen, Schulkameraden. Dass das dann so über Nacht so wild geworden ist, nachdem mein Buch rauskam, dass Leute im Schlafsack auf dem Bürgersteig geschlafen haben, um eine Möglichkeit zu bekommen, mich zu sehen. Also ich hatte sogar Phasen, wo ich aus dem Küchenfenster klettern musste, um aus dem Haus zu kommen, weil das ganze Haus von außen war voller Menschen, die Hilfe suchten. Weil aus Versehen, heute weiß ich, wie ich es gemacht habe, damals wusste ich es nicht, habe ich Menschen sogar in Einmalgesprächen und Einmalhilfe so dramatisch geholfen, dass die von Aufgeben zu Lebensqualität, zu Motivation, zu wieder kämpfen wollen, innerhalb einer Stunde gelangt sind. Und dann haben die Menschen in den Wartezimmern gesehen, der Mensch geht rein und ist weint und ist krank und offensichtlich am Sterben. Und dann kommt der Mensch raus nach einer Stunde und lächelt und hat wieder Leuchten in den Augen. Weil heute habe ich verstanden, dass Hoffnung das allerwichtigste Element ist. Verständnis, Liebe und Hoffnung. Weil ohne Hoffnung, Professor Dr. Bernhard Siegel, Yale-Professor, Mega-Bestselling-Autor, hat gesagt, im Moment, wenn jemand die Diagnose Krebs bekommt, geht sein Immunsystem 96% nach unten. Nach unten. So viel, so viel. Ja, nur durch die Programmierung, die negative Programmierung, die wir mit der Diagnose assoziieren. Und dann kommen die Menschen, die dann zu mir gekommen sind, als in Deutschland, in meine Praxen. Ich habe auch sehr viele Ärzte trainiert, sehr viele Heilpraktiker trainiert. Ich habe in meinen Krankenhäusern Heilpraktiker eingestellt, die ich trainiert habe, auch Ärzte, zugelassene Ärzte, die so viel Ärger bekommen haben von der Ärztekammer und von den Amtsärzten vor Ort. Und man hat Patienten 50.000 D-Mark geboten, wenn sie gegen mich aussagen und solche Geschichten, als ich noch ganz jung war.
Nun kann man in Deutschland erst Heilpraktiker sein, offiziell, wenn man 25 Jahre alt ist. Ich hatte schon eine komplette Ausbildung als Heilpraktiker im Alter von 17 Jahren, weil ich hatte ja nichts anderes gemacht, außer zu lernen. Den ganzen Tag habe ich nur gelesen, gelernt. Ich habe mit Personen gesprochen, die krank waren und gesund geworden sind. Ich habe mit den größten Heilern gesprochen. Ich habe schon als Kind Professor Tepperweins Seminare besucht in Deutschland, in Köln. Dort auch die Hohe Schule der Hypnose erlernt und all diese Dinge als Kind. Und wenn man sich vorstellt, dass ich mit 18 schon mehr Wissen hatte als jeder Arzt, jeder Heilpraktiker, weil Praxis gibt ihnen mehr Ausbildung, als jede Schule ihnen geben kann. Weil sie hören von den Personen die wirklichen Probleme. Und sie hören von den Personen, was ihre letzten Wünsche sind, was ihre letzten Träume sind, was sie noch tun möchten, wenn sie noch 6 Monate zu leben hätten. Und das alles, Helge, ist wirklich das Problem, dass der Arzt weder die Zeit hat, noch die Möglichkeit, darauf überhaupt einzugehen. Der Arzt hat keine Möglichkeit, sich mit dem Patienten hinzusetzen und zu sagen, erzählen Sie mir mal, was ist das Problem mit Ihrer Schwiegermutter? Was ist das Problem mit Ihrem Mann, der Alkoholiker ist und sich ständig schlägt? Und dass mein IBMS-System auf instinktbasierende Medizin, also Instinct-Based Medicine System, ich glaube persönlich, dass unser Instinkt ist, dass Gott zu uns spricht. Ich glaube nicht an organisierte Religion, weil das ist nur dazu da, Menschen zu kontrollieren und deren Geld zu nehmen und deren Macht zu nehmen. Aber ich glaube an Gott, weil ich weiß, dass da ist ein Gott. Und ich glaube nicht, dass Menschen das Recht haben, weil sie die Bibel gelesen haben, mir zu sagen, was Gott will, dass ich tun soll. Damit habe ich ein schweres Problem. Ich auch, ja. Also organisierte Religion war schon immer etwas, mit dem ich mich nicht vereinigen konnte. Und wenn man dann weiß, dass die originale Bibel 1911 Seiten hatte und die katholische Kirche alles rausgenommen hat, was mit Selbstempowerment zu tun hatte, natürliche Heilung, Naturheilung und so weiter, dann wurde das eben mehr suspekt. Aber was bei mir eigentlich der Fall war, war diese ständige Angst, eine andere Tante, einen anderen Onkel zu verlieren. Und dann, wenn man versteht, was diese Menschen durchmachen, das ist ja nicht so, die sagen einfach, ja, der hat Krebs. Was bedeutet denn Krebs? Krebs bedeutet Hoffnungslosigkeit, alleine zu sein, diese furchtbare innere Einsamkeit, mit dem Gedanken zu leben, sterben zu müssen. Was ja gar nicht wahr ist. Jeder Krebs kann in 2 bis 6 Wochen geheilt werden. Jeder Krebs. Und es gibt über 400 bekannte Krebsheilungsmethoden. Es ist so simpel, Krebssymptome zu heilen. Krebs kann nur geheilt werden, so wie ich es herausgefunden habe. Aber die Symptome, Krebssymptome wie Tumore, Krebswachstum und so weiter, kann so leicht geheilt werden mit B17, also einfach nur Aprikosenkerne, 17 Aprikosenkerne am Tag, haben bewiesen, dass sie Krebs heilen, Krebssymptome heilen. Weil wir müssen sagen Krebssymptome, weil der Tumor ist nicht der Krebs. Das ist, warum ich die größte und höchste Krebsheilungsrate der Welt habe, weil ich das erkannt habe. Sie können Brennnesselwurzeln nehmen, Löwenzahnwurzeln nehmen, die trocknen, daraus Tee machen. 10.000 Mal effektiver als Chemotherapie. 10.000 Mal effektiver als Chemotherapie. Wow. Und dann, wir wissen alle, dass die Buttwick Diet hilft. Wir wissen alle, dass Harry Hoxie Krebs geheilt hat mit seiner Kur, die er nur beobachtet hat. Er hatte Pferde, die am Sterben waren, an Krebs auf die Weide gepackt. Und nach 2 Jahren waren die kerngesund. Und er hat sich dann Gedanken gemacht, was haben die getan? Und die haben immer nur ganz bestimmte Wurzeln, ganz bestimmte Herbs, Kräuter gegessen und sind dann geworden. Er hat dann Kräuter gemacht, die Hoxie-Kur, und hat Tausende von Krebspatienten geheilt. Natürlich kommen solche Leute ins Gefängnis. Gerson oder alle anderen, Dr. Roy Reif hat in 90 Sekunden Krebs geheilt mit der Reifmaschine. Deswegen ist die ja heute immer noch verboten. Er hat 1986 mit der Reifmaschine ohne einen Fehler, ohne eine negative Nebenwirkung in 90 Sekunden einfach nur mit Frequency den Krebstumor verschwinden lassen. Und heute weiß ich, dadurch, dass ja alles nur Frequency and Vibration ist, also alles ist ja nur Schwingungen, also nur Vibration und Licht, ist es ganz logisch, weil eine Krebszelle hat 13 Hertz, eine gesunde Zelle hat 70 Hertz. Wenn ich die
die Krebszelle auf die Herzzahl bringe, ist der Krebs weg. Ganz einfach. Nur einfach funktioniert nicht in Medizin, weil man geht ja 10 Jahre zur Schule, um dann eben den Leuten Chemikalien zu verkaufen, die von John D. Rockefeller im 19. Jahrhundert entwickelt und gemacht wurden. Und die gesamte Medizin basiert ja auf dem Curriculum, das John D. Rockefeller im 19. Jahrhundert geschrieben hat und dann kostenfrei an alle Universitäten verteilt hat, so um sicherzustellen, dass alle Ärzte nur die Drogen verkaufen dürfen, die er produziert. Ja, das habe ich auch schon mal Heute gelesen. noch der Fall. Aber kurze ja, Frage. natürlich. Entschuldigung, ich unterbreche. Also ich würde, also Sie haben ja jetzt den Teil überspringen wir jetzt vielleicht. Also Sie haben irgendwie dann schätzungsweise knapp 30 Jahre in Deutschland praktiziert und mussten dann gehen, weil man Ihnen viel Ärger gemacht hat, offensichtlich, weil Sie zu erfolgreich waren oder weil Sie nicht so gearbeitet haben, wie das die offizielle Medizin gern hätte. Sind dann in die USA ausgewandert und haben ja da, glaube ich, dann eigentlich erst dieses, was sie heute instinktbasierte Medizin nennen, zu so einem System entwickelt. Ja. Und ich habe ja ihre Bücher auch gelesen. Es ist ja, also da gehe ich ja sehr d'accord mit. Und sie behaupten, oder behaupten sie, ihre Erfahrung ist ja, das schreiben sie ja auch, da würde ich gern langsam hinkommen, dass sie der Ansicht sind, dass Krankheit immer mit Energieverlust zu tun hat oder blockierter Energie zu tun hat. Ja. Was natürlich der Verbindung, die Verbindung zu unserem Konferenzkonzept auch ist. Und dass die Ursache immer Stress ist. Immer. Das würde ich gerne, und zwar bei allem, so sagen Sie, immer die Hauptursache Stress ist, wodurch wir die Energie verlieren. Jetzt würde ich gerne den Bogen zu dem Thema gerne finden, dass wir das mal ein bisschen vertiefen und genauer beleuchten, weil das finde ich sehr interessant, was Sie da wirklich, Sie haben sich da ja ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Stress. Ja, mehrere. Es gibt Also, sogar ihr. sechs Bücher in Deutsch, die ich schon als ganz junger Ah, Mensch geschrieben okay. habe, auch im Adler Also, Verlag und so weiter, Sales Profi. Es gibt eine ganze Menge Bücher in Deutsch, ja. die dann einfach verschwunden sind. Okay. Also, ich würde gerne anfangen damit. Vielleicht können Sie mal uns oder unseren Zuschauern kurz eine Definition geben. Was ist in Ihrer Definition Stress? Ja, lassen Sie mich beginnen damit, dass jede Krankheit nur von Energiemangel abhängt. Es gibt keine Erkrankung und keine Fehlfunktion, physische Fehlfunktion, die nicht mit Energiemangel zu tun hat. Ist nicht möglich. Sie werden niemals jemanden sehen, der begeistert ist, motiviert und voller positiver Energie, dass der die Grippe bekommt oder eine Erkältung. Das funktioniert so nicht. Sie müssen ausgemergelt sein, müde, depressiv, um die Grippe oder eine Erkältung zu bekommen. Wir wissen, dass Professor Duisberg hat bewiesen, dass Mikroben keine Krankheit erzeugen. So, dadurch, dass jede Form, wir sind mit einem guten Energiehaushalt geboren und ohne Immunsystem. Und in der Sekunde, wo wir geboren werden, nimmt unser kleiner Körper den Angriff von Milliarden von Fungi, Bakterien, Viren einfach so hin. Und wird damit fertig, weil unser Energiehaushalt perfekt ist. Äußere Einwirkungen spielen überhaupt gar keine Rolle mit für unsere Gesundheit. Natürlich können Sie jemanden vergiften, geben ihm irgendwelches Gift und dann stirbt er. Das ist eine andere Geschichte. Wäre aber ein Unfall, als wenn Sie jemanden in den Kopf schießen. Der kann gesund sein, wie er will. Wenn Sie ihm in den Kopf schießen, ist er trotzdem tot. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass wir perfekt sind, jedes religiöse Buch der Welt sagt, wir sind geschaffen nach dem Gleichnis des Kreators. Wir sind also Erschöpfer, Erschaffer. Und das ist das Geheimnis, dass die Freemasons und all diese geheimen Gruppen uns nicht wissen lassen wollen, dass wir alles, was wir in unserem Kopf realisieren, kontemplieren, wird wahr. Aber darauf kann ich eventuell später eingehen, wenn wir noch Zeit haben. Ich möchte aber auf Ihre Frage eingehen. Stress ist im Prinzip etwas, das in uns eine Flucht- oder Kampfreaktion auslöst. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, und hier ist die Hauptursache für Krebs bei den meisten Frauen, wenn Sie zum Beispiel als Frau einem Mann ausgeliefert sind, so wie es bei meiner Mutter der Fall war, der Alkoholiker ist und sie ständig geschlagen hat, dann leben Sie natürlich in Dauerstress. Sie haben diese Fluchtreaktion, aber Sie können ja nicht fliehen. Zumindest glauben diese Personen. Sie können aus der Situation nicht raus, wegen der Kinder, was die Angehörigen sagen, die Nachbarn und so weiter. Nun werden ständig diese Stresshormone produziert, aber nicht abgebaut. Und Kämpfen ist sehr selten der Fall bei Frauen, die abused, also
geschlagen werden und so weiter, dass sie zurückkämpfen, ist ganz, ganz selten der Fall. Also Stress im Prinzip entsteht durch eine Situation, real oder perceived, also die wir uns einbilden, daran denken, befürchten oder das wirklich geschieht, löst bei uns ein Stresssignal aus, Flucht oder Kampf. Zum Beispiel die Ökonomie. Wir haben Angst, unseren Job zu verlieren. Ja, aber was können wir dagegen richtig tun? Also wir leben in Dauerstress. Dann haben wir Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Was wird nun passieren? Müssen wir alle Chinesisch lernen oder Russisch oder permanent neue Angst. Und das ist das, wie Regierungen ja auch Länder kontrollieren und Völker kontrollieren, mit Angst, nur mit Angst. Dadurch, dass Stress nun diese Energie wegnimmt und den Energielevel runterbringt, sind wir natürlich susceptible, also empfänglich für alle möglichen Formen der Erkrankung. Krebs ist keine Krankheit, Krebs ist ein Symptom. Nur um, was ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen verstehen, der Tumor hält sie am Leben. Der Tumor ist nur dazu da, um sie am Leben zu halten. Sie sind so toxisch, haben Toxemia, dass sie sterben. Jetzt bildet der Körper einen Sack und packt in den Sack das ganze Gift rein und macht es zu, kapselt es ab. So, nun sind sie wieder krebsfrei, weil der Tumor ja die ganzen Toxine von ihnen weghält. Wenn sie mit der Needle-Biopsie da reinstechen, dann verbreitet sich der Krebs innerhalb von Tagen im ganzen Körper. Die kriegen alle Krebs von Mammografien, von Needle-Biopsien und sowas. Aber wenn sie bedenken, dass sie einen komplett gesunden Körper haben und von diesem gesunden Körper nun die Energie wegnehmen, sodass sich Zellen, entartete Zellen, multiplizieren können, die normalerweise vom Immunsystem ist, der Körper macht das vom ersten Tag an, mutierte, geschädigte Zellen und so weiter, der Körper beseitigt das einfach. So, warum beseitigt der Körper das nun auf einmal nicht mehr? Und der Grund ist, weil nicht genügend Energie vorhanden ist. Und wenn Sie jetzt diese mangelnde Energie haben, dann wächst auf einmal das Falsche. Die falschen Zellen, die kranken Zellen, die kaputten Zellen multiplizieren sich. Und das ist etwas, Helge, was Menschen verstehen müssen, dass Krebs nicht die Krankheit ist. Deswegen, Sie können Krebs rausschneiden, wo immer Sie wollen. Es kommt ganz woanders wieder. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Deswegen mein auf Instinkt basierendes medizinisches System bedeutet das Identifizieren und Eliminieren der Grundursache Ihrer Erkrankung. So, nun müssen wir mit dem Patienten oder mit der Person auch über deren Stress reden. Hier sind die Stressoren, nach denen Sie fragen, Helge. Leben in ständiger Angst, mangelndes Selbstwertgefühl, mangelndes Selbstvertrauen, mangelnde Selbstliebe, mangelnde Hoffnung. Das sind die Stressoren, die Krebs erzeugen. Deswegen sage ich, dass 86% allen Krebses wird nur von Stress erzeugt. Emotionaler, mentaler Stress. Nicht körperlicher Stress. Sie können daraus rumlaufen und Fußball spielen und haben körperlichen Stress. Das macht Ihnen gar nichts. Aber wenn ich zum Beispiel, körperlicher Stress bedeutet für mich vor allen Dingen als Ursache auch, dass ich zum Beispiel unterernährt im Sinne von Nährstoffen bin, also dass ich Mangel habe und dass ich vergiftet bin, beispielsweise, ja, also dass ich Giftstoffe habe. Ja, aber Helge, dann haben Sie Stress. Es ist nicht die Unterernährung. Es ist das Gefühl vom Körper, dass Sie sterben. Basierend auf dem Energiemangel, auf dem Mineralstoffmangel, auf dem Vitaminstoffmangel, hauptsächlich Wasser. Wenn die meisten Menschen sterben an Dehydration, also an Austrocknung. Wenn Sie nicht 4 Liter Wasser am Tag mit einem halben Teelöffel Himalaya-Salz darin trinken, sind Sie automatisch dehydriert. Und wir sterben alle an Dehydration. Die meisten Menschen wissen das nicht. Die letzten 30 Sekunden, wenn jeder Mensch stirbt, sie sterben an Austrocknung. Das ist die Endursache für Tod. Und wenn Sie 4 Liter Wasser haben, Dr. Batmangelisch hat ein unglaublich gutes Buch geschrieben, des Körpers viele Schreie nach Wasser. Unglaublich. Er ist Mediziner, ist also nicht irgendwo so ein Voodoo. Nicht auf der Seite, die Menschen glauben immer, weil ich Arzt für Naturheilkunde bin und Doctor of Naturopathic Medicine, dass ich ziehe auch diese komischen Leute immer an. Ich weiß nicht so ganz genau, warum, die im Wald leben und Baumrinde essen und sowas alles. Ganz, ganz komische Geschichte. Aber wenn Sie bedenken, Helge, dass ein Mangel an Vitaminen
ein Todessignal ist. Das heißt also, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ist die höchste Form von Stress. Weil Stress ist ja nur dazu da, uns am Leben zu erhalten. Oder Signal für Stress, eben Flucht oder Kampf. Und deshalb ist es so gefährlich, dass in Deutschland eben normale Zahlen oder normale Mengen an Mineralstoffen oder Zusätzen, Nahrungsmittelzusätzen nicht erlaubt sind. Sie brauchen zum Beispiel, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, 150.000 internationale Einheiten Vitamin D. Ich nehme 200.000 pro Tag seit 30 Jahren. Und Vitamin D? Ja, Vitamin D. 200.000 Einheiten pro Tag? Ja. Und alle meine Mitglieder der IBMS Master Society auch. Ist nicht so, dass wir machen das also alle so seit 30 Jahren. Ich musste ja einen Verein gründen, damit ich legal heilen durfte. Sie können ja nur in einem Verein legal heilen, weil es ja offensichtlich ist ja verboten. Aber was ich innerhalb mit meinen Vereinsmitgliedern mache, da kann mir keiner reinreden. Das ist einfach Vereinsrecht. Das ist das einzig Gute am Vereinsrecht in Deutschland. Da gibt es keine Möglichkeit, dass Ihnen da jemand reinreden kann. Weil es ja nur für Vereinsmitglieder ist. Die können ja nur Gesetze machen für die Allgemeinheit, nicht für spezielle Gruppen. Und sehen Sie, Helge, das ist ja so, wie wir alle gehirngewaschen sind. Sie reagieren genauso, wie alle anderen in Deutschland reagieren. Oh, 200.000 IU. Auf Vitamin D3. Sehen Sie, wenn Sie in Deutschland sind, ich glaube, in Deutschland ist die Maßangabe 600 internationale Einheiten Vitamin D3, was die sagen als vorgegebene Menge. Wenn Sie 10 Minuten in der Sonne sind mit einem freien Oberkörper, haben Sie schon ungefähr 22.000 bis 28.000 IU Vitamin D produziert. So, wie passt denn das nun zusammen? Alles über 600 ist gefährlich und 10 Minuten Sonne sind Sie in 10, 20, 30.000 Vitamin D Produktion. Wie passt das zusammen? Mein ganzes Leben lang bin ich braun. Ich werde so braun, dass Leute immer denken, ich bin irgendwie andersfarbig, wenn ich lange in der Sonne bin. Und ich bin immer in der Sonne, deswegen lebe ich in den Carolinas und auch in der Karibik, wo wir unsere Seminare halten. Und ich habe noch nie in meinem Leben Sonnenschutzmittel benutzt, weil die erzeugen ja den Krebs. Es ist ja nur, Sonnenschutzmittel erzeugen Hautkrebs. Sonne heilt Krebs. Und ja, sehe ich auch so. Ja, wenn jemand Hautkrebs hat, dann macht er Hanföl drauf und geht in die Sonne, fällt der Hautkrebs ab nach 3 bis 6 Tagen, macht meine Erfahrung. Das ist einfach so zu heilen, in meiner Erfahrung, ist Hautkrebs. Aber um zurückzukommen auf Stress, Helge, weil das ja Ihr Thema ist. Also der Mangel, den der Körper aufweist, egal an etwas, was immer es sein mag, das er zum Leben und Überleben benötigt, löst Stress aus. Zum Beispiel jeder, der Osteoporose hat, hat Stress, weil der Körper ja ständig das Gefühl hat, ich muss meinen pH-Wert im Blut auf 7,36 halten und saugt dann alles aus den Knochen raus, um den Körper zu alkalisieren. Wobei, wenn Sie ein paar grüne Säfte am Tag trinken, können Sie gar keine Osteoporose bekommen. Weil Sie haben ein bisschen, in einer Blume von Petersilie ist mehr Calcium als in 3 Calcium-Tabletten. Und wenn man jetzt also davon ausgeht, dass Mangelerscheinungen natürlich Stress erzeugt, dieser Stress Energiemangel erzeugt und der Energiemangel eine Erkrankung zulässt. Der erzeugt die ja nicht, er lässt sie zu, weil der Körper andauernd bombardiert wird mit Viren und zum Beispiel, die geben ihnen Antibiotika, dann haben sie natürlich eine Candida-Überwachsung und der Pilz will sie natürlich umbringen. Das ist der größte Stress, den sie haben können, eine Candida-Infektion. Nach Antibiotika. Jeder, der Antibiotika jemals genommen hat, hat diesen Stress und stirbt langsam an einer Candida-Überwachsung. Natürlich Sauerkraut, organischer Sauerkraut, die Probiotics bauen das dann wieder auf. Und Kieselerde alkalisiert sie so schnell wie möglich. Und das ist dann auch alles gut. Aber der Hauptstress, Helge, ist, dass die Menschen lernen, in Überlebensmod zu leben, anstatt zu leben. So, die erholen sich nicht. Das ist so, als wenn sie eine super Telefonbatterie haben, also Zellfonbatterie, Funktelefonbatterie, und laden die niemals. Und wenn sie immer nur in Angst leben, in Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie kein Selbstwertgefühl haben, wenn sie keine Kraft haben, morgens aufzustehen. Die meisten tödlichen Herzinfarkte, hier ist Ihre Stressantwort, die meisten tödlichen Herzinfarkte finden Montagmorgen zwischen 8 und 9 Uhr statt, wenn die Menschen zu einer Arbeitswoche gehen, die sie nicht mehr handeln,
handhaben können. Die sterben also lieber, als noch einmal die Erniedrigung vom Boss hinzunehmen oder das Mobbing oder den Job, den sie hassen. Und wenn man dann davon ausgeht, dass Krebs zum Beispiel ein Selbstmordbefehl ist. Jeder Krebs ist ein Selbstmordbefehl. Wir wissen, dass alle Krebspatienten etwas Traumatisches durchgemacht haben, wie den Tod eines Kindes, Scheidung nach 30 Jahren, Hauszwangsversteigert, Job verloren nach 30 Jahren. Und haben wirklich gesagt, Dr. Carl Simonton hat das dokumentiert in seinem Buch Getting Well Again, 18 bis 26 Monate vor Ausbruch von Krebs, vor Diagnose von Krebs, haben Menschen gesagt, ich will so nicht mehr leben, weil eben ein traumatisches Ereignis stattgefunden hat, wie gesagt, Tod eines Kindes und so weiter. Krebs ist nichts weiter als ein emotionaler, mentaler, stressbedingtes Illness, Krankheit. Helge, wenn Sie überlegen, dass wenn Sie nicht genug Selbstwertgefühl haben, nicht genug Selbstliebe, wie können Sie denn dann keinen Stress haben? Weil den ganzen Tag müssen Sie es faken, so tun, als wären Sie jemals, als hätten Sie Selbstwertgefühl, als hätten Sie Selbstvertrauen. Nichts kreiert mehr Stress als das. Und ja, absolut d'accord. Da bin ich absolut der gleichen Meinung. Also um das nochmal zusammenzufassen, Sie sind schon der Ansicht, dass emotionaler Stress der hauptsächliche Stress ist, ja? Also mir fällt gerade ein, nur vielleicht kennen Sie den Christian Opitz aus Deutschland, der hat auch lange, glaube ich, in den USA gelebt. Deswegen war es ein sehr spannender, weiser Mensch, auch den haben wir auch schon interviewt, zweimal für unsere Konferenz. Und der hat mal im Seminar gesagt, er nennt das neurologische Kontraktion. Er sagt, wir sind eigentlich permanent in diesem Beta-Wave-Zustand. Mhm. Das ist ja der, den Sie gerade beschreiben, wo das Gehirn nur in diesem Fluchtmodus ist. Und wir sind eigentlich im Dauerstress, ohne dass wir das merken. Also das, was wir als Stress bezeichnen, so diese Peak-Stress, das ist eigentlich so schon das Letzte. Aber eigentlich das, was wir normal empfinden, ist eigentlich auch schon permanent Stress. Und das, was Sie gerade beschreiben, nämlich dieses ganze... seine Lebensaufgabe finden, nicht wirklich mit nährenden Menschen zusammen sein, keine Arbeit zu haben, die einen erfüllt und so weiter. Das ist ja so die Basis von emotionalem Stress. Ja, oder? Absolut. Weil das Hauptproblem, was Menschen ja, sehen Sie, wir alle haben, die Harvard-Universität hat durch eine Studie festgestellt, dass wir alle bis zum 18. Lebensjahr gehört haben, 184.000 Mal, nein, du kannst das nicht, das ist nicht möglich, du bist zu klein, du bist was immer. Wir sind also darauf konditioniert. 184.000 Mal? Ja, bis zum 18. Wow. Ja. Wir sind also darauf konditioniert worden. Es fängt mit den Großeltern an oder mit den Eltern. Geh nicht auf den Stuhl, du fällst vom Stuhl. Du wirst überfahren, geh nicht auf die Straße. Alles ist nur immer dazu da, um uns einzudämmen. Natürlich meinen die es gut, das ist ja gar nicht die Frage. Aber, und dann zerstören sie unseren Instinkt. Und das ist ganz wichtig, Helge, dass wir das noch ansprechen können. Mein System heißt Instinct-Based Medicine System, also auf Instinkt basierende Medizin, weil, wenn wir auf unseren Instinkt hören, fahren wir immer richtig. Eine Mutter weiß immer ganz genau, ob das Kind wirklich krank ist oder einfach nur rumquäkt. Bei Instinkt. Wir wissen ganz genau, wir haben schon alle mal auf ein Essen geguckt und haben dann gedacht, ich sollte das lieber nicht essen. Und dann haben wir es doch gegessen und dann haben wir die ganze Nacht auf der Toilette verbracht. Oder wir denken, oh, wir müssen ein bisschen langsamer fahren vor dieser Kurve. Ohne Grund. Und dann sehen Sie, wenn Sie auf die Kurve kommen, dass, wenn Sie ein bisschen schneller gewesen wären, wären Sie vielleicht in einen Unfall geraten. Unser Instinkt ist immer richtig. Unser Instinkt ist Gott. Gott spricht zu uns. Und wenn Sie... Zum Beispiel eine Frau hat Heißhunger, wenn sie schwanger ist, auf das, was das Baby, der Fötus, gerade braucht, um zu wachsen. Deswegen haben die Frauen diese wilden Appetitsschwankungen. Genau, eine Gurke mit Schokolade und Schlagsahne oder sowas. Weil der Körper, das Baby, das gerade braucht, das ist Instinkt. Nun bringen wir bei den Kindern schon den Instinkt ganz früh um. Du isst, was auf dem Teller ist. Nein, ich bin satt. Nein, du isst, was auf dem Teller ist. Ich will das jetzt nicht essen. Du isst alles, was auf dem Teller ist. So, der Instinkt wird also ganz früh ermordet. Und sehen Sie, wenn Sie ein Kind fragen, ein dreijähriges Kind, kannst du ein Klavier spielen? Dann sagt das Kind natürlich. Genau, das ist gar kein Problem. Aber was ist ein Klavier? Das heißt also, die sind nicht blockiert mit erstmal, keine Ahnung, nein, kann ich nicht.
Sie sind erstmal begeistert. Beobachten Sie mal ein kleines Kind. Die versuchen alles. Die Treppen raufzukrabbeln. Die haben keine Angst. Wir trainieren diese Angst. Und Angst ist eben die Hauptursache. Und die Hauptursache für alle Erkrankungen ist, einen Kompromiss gegen sich selbst zu machen. Sie wollen ein Maler sein oder ein Artist. Und ihre Eltern zwingen sie dazu, Kraftfahrzeugschlosser zu sein. Und das ist ein Kompromiss gegen sich selbst. Das ist ein Verbrechen gegen ihre Seele. Und das wird immer Krebs erzeugen, weil der einzige Sinn und Zweck des Lebens ist persönliche Reife und Weiterentwicklung. Und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, sagt die Einheit einfach, die Einheit funktioniert nicht. Wir haben ihm das Talent gegeben, ein Radio-Disc-Jockey zu sein, ein Filmstar zu sein, ein Maler zu sein. Und jetzt sitzt er da und repariert Autos. So, die Einheit funktioniert nicht. Und dann zieht Gott oder wer immer die Einheit aus dem Verkehr. Wir sterben, jung. Wenn wir nicht von Impfungen umgebracht werden vorher. Weil das ist ja der einzige Grund für Impfungen ist die Reduktion der Bevölkerung. Weil es hat noch niemals eine Impfung gegeben, die bewiesen ist, dass sie effektiv und sicher ist. Das gibt es nicht. Sie verlieren mit jeder Impfung 2 IQ-Punkte, also 2 Intelligenzquotientpunkte. Wir haben Mercury, ist das so? Also die Erkrankung, die Explosion von Gehirntumoren kommt nur von Impfungen, von dem Mercury, also Quecksilber in den Impfungen. Das sind lebendige Viren, die Krebs erzeugen, darin Dioxin, Formaldehyd. Also die giftigsten Elemente auf der Erde sind in jedem Impfstoff. Und ist die einzige Ursache für Autismus. Und hier ist der wissenschaftliche Beweis. Jedes Kind, das Autismus hat, ist geimpft. Es gibt nicht ein einziges Kind auf der Erde, das Autismus hat, das nicht geimpft ist. Das ist der wissenschaftliche Beweis. Weil Wissenschaft kann auch durch Ausschluss bewiesen werden. Es gibt also kein Kind, das Autismus hat, das nicht geimpft ist. Und ich habe das auch mit Dr. Kalker jetzt auf meiner Radioshow gerade durchgesprochen gehabt. Und es ist also ganz, ganz wichtig, dass Menschen verstehen, alles, was man uns durch die Massenmedien und durch die staatliche Schulung eintrichtert, ist gelogen, um uns zu kontrollieren und zu manipulieren. Deswegen in Amerika heißt es Common Core, in Deutschland hieß es Mengenlehre, wo dann auf einmal 2 plus 2 37 ist oder irgendwie sowas, um zu zerstören, dass sie logisch denken können. Und ich weiß, dass Menschen denken, es ist eine Verschwörungstheorie. Nein, nein. Ich habe mein Buch, Die einzige Antwort auf Tyrannei, auf 700 Seiten, das meistverkaufte Buch aller Zeiten. Dann hat man den Verleger das Haus abgebrannt, man hat das Buch verboten und die Reproduktion des Buches verboten. Ich bin nur als Seitennot, man hat 4-mal auf mich geschossen, ich habe immer noch eine Kugel im Körper. Eine K-Bombe habe ich überlebt, nur weil ich meinen Ausweis, meinen Führerschein vergessen hatte. Und wir haben tägliche Morddrohungen. Wenn Sie mit meiner Frau sprechen oder meinem Team, seit 30 Jahren haben wir täglich Morddrohungen. Es ist also nicht so. Und sehen Sie, Sie sind ein guter Mensch, der sich in alles reingedacht hat. Sie wissen nicht mal, dass ich 8 deutsche Bücher auf dem Markt habe seit 40 Jahren. So gut. Nee, wusste ich nicht. Nee. Also ich bin lange schon auch in der Bewusstseins-Gesundheitsszene, wie man auch nennen will, bin ich unterwegs. Ich bin, also mit Ernährung habe ich mich sehr exzessiv beschäftigt, auch lange Rohkost gelebt und so weiter. Also ich bin schon sehr informiert, aber ich habe von Ihnen immer nur gehört, ich wusste bis vor einem knappen Jahr auch gar nicht, dass Sie deutsch sind. Also ich habe schon Ihre Videos immer gesehen auf YouTube, weil ich sehr englisch orientiert bin, sehr englischsprachig und in Amerika einfach weiß ich nicht, offener sind, glaube ich, da entwickelt sich die Sache schneller. In 10 Jahren vorab. Ja, das ist, ich war auch schon ein paar Mal dort und viele Lehrer oder Quellen, die für mich so die besten sind, kommen eigentlich aus den USA und da habe ich sie auch im Internet immer gesehen, aber ich habe nie, ich habe zwar gehört, oh, der spricht irgendwie Akzent und so, der ist irgendwie, aber ich habe nie, nie gewusst, dass sie deutsch sind. Also, dass es Bücher von ihnen gibt, habe ich auch noch nie gesehen. Erst jetzt kommen ja einige Bücher von Ihnen, werden ja gerade quasi relativ frisch noch wieder im Hammel Verlag bei uns in Deutschland verlegt. Das ist mir entgangen, muss ich sagen, ja. Ich werde Ihnen erstmal für unsere Mitgliedsseite den Zulass geben. Da sind alle meine deutschen Bücher als Download für unsere Mitglieder umsonst drauf, dass Sie da mal reingucken können. Und dann 2 Millionen Informationen auf Englisch auf der Seite für unsere Mitglieder. Und Emi sendet Ihnen dann den Login.
Können Sie sich das mal angucken. Überlegen Sie mal, Hugendubel war der umsatzstärkste Verlag aller Zeiten und der älteste Verlag in Deutschland. Mein erstes Buch kam mit Hugendubel. Sie wissen davon nichts. Quintessenz Verlag, Sales Profi und so weiter, ein großer bekannter Verlag. Zwei Bücher, zwei Bestseller sind raus vom Quintessenz Verlag, von denen niemand weiß. Mir fällt es gerade nicht ein, der größte deutsche medizinische Verlag hat ein Buch über Stress herausgebracht in Deutsch. Und das war alles schon vor 30, 35 Jahren. Und so erfolgreich hat man das dann vertuscht. Und selbst Hugendubel, weil mein Buch war ein Mega-Erfolg, die hat man dann irgendwo unter Druck gesetzt. Und wenn Sie heute anrufen, ich meine, ich kann Ihnen das Buch physisch in die Hand drücken, dann wissen die von meinem Buch nichts mehr. Und naja, Sie sind ja, also Sie nehmen ja auch kein Blatt vom Mund. Also wenn Sie sagen, man hat ein paar Mal sich versucht umzubringen, ja. Also wenn man Ihre Bücher liest oder Ihre, Sie sind ja, Sie reden ja Tacheles so. Sie nehmen ja wirklich kein Blatt vom Mund und sprechen auch die unbequemen Wahrheiten oder die unbequemen Fakten an, gerade was jetzt auch Medizin und Pharma Mafia in Anführungsstrichen, also Organisation, organisierte Wissenschaft sozusagen, die viel, viel Geld macht, haben Sie ja schon gesagt, da ist ja jede Menge richtig Billionen von Geld, um die es da geht. Ja. Da überrascht es Sie nicht wirklich, dass sie diese Attentate auf Sie gemacht hat. Ich lache jetzt ein bisschen, eigentlich nicht zum Lachen, aber finde ich schon auch sehr, sehr, sehr krass, was Sie da sagen. Was meinen Sie, was passieren wird, wenn mein Buch, die Hugendubel hat ja nur zwei Bücher übersetzt, einmal instinktbasierte Medizin, wie Sie einen Arzt und Ihre Krankheit überleben und das andere Buch Stress, Hauptursache aller Ursachen. Das sind ja nur zwei meiner Bücher, die der Jim Humble Verlag jetzt gerade in Deutsch rausgebracht hat. Was meinen Sie, wenn im Juni mein Buch kommt, die einzige Heilung für Krebspatienten? Das ist das meistverkaufte Buch aller Zeiten. Mein Buch The Only Answer to Cancer ist das meistverkaufte Buch für Krebspatienten aller Zeiten. Ich bin auf keiner, auf gar keiner Liste. Hatte ich ja Anfang schon gesagt, also das finde ich auch erstaunlich, dass Sie 57 Millionen oder was das war, 57. verkauft haben. Genau, und dann kommen Sie ja fast gleich nach der Bibel, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Das ist ja schon reichlich, ja. Das ist schon spannend, dass das wirklich weggedrückt wird in der Öffentlichkeit. Aber jetzt kommen Sie ja dank Internet, das ist ja das Schöne, dass wir Internet haben für solche Dinge, deswegen machen wir unser ja auch Internet, hat man jetzt ja Zugang dazu. Das ist interessant, wie offen die Menschen sind. Als ich damals gegangen bin, vor 40 Jahren, vor 30 Jahren, war überhaupt keiner offen dafür in Deutschland. Obwohl ich alles schon geschrieben habe, worüber sie heute reden, was sie gerade erfunden haben. Nein, ich habe das schon vor 40 Jahren in Büchern geschrieben. Also gar keiner hat irgendwas erfunden mit Ernährung und Zusammenhang Ernährung, Gesundheit, Stress und so weiter. Aber wenn Sie sich überlegen, im April habe ich mein erstes Seminar seit 22 Jahren in Deutsch gegeben in Kassel. Zum Erscheinen des Buches Stress, Hauptursache aller Krankheiten. Wir haben seitdem 9000 Mitglieder, nur aus Deutschland, Österreich und Schweiz, also deutschsprachige Mitglieder von meinem Verein, der IBMS Master Society, ohne dass wir es beworben haben. Sehen Sie, wow. Der Hunger ist so groß. Und wenn Sie dann sehen, seit April über 9000 Mitglieder und nicht einer hat gecancelt, also nicht einer hat gekündigt, dann sehen Sie, dass das sich hat sich um wirklich 180 Grad gedreht, weil als ich Deutschland verlassen habe, habe ich Deutschland verlassen, weil man hat die Amtsärzte bestochen, man hat die Zeitungen bestochen, ich habe die größten und erfolgreichsten Zeitungskolumnen in Deutschland gehabt, von denen Sie heute überhaupt nichts mehr hören. Ich habe damals die erste, als die Mauer gefallen ist, die erste für gesamtärztliche West- und Ostmediziner Motivations- und Informationsseminare gegeben. Ich habe für die AOK gearbeitet, getrainiert, ausgebildet. Ich habe für die DVRG trainiert und ausgebildet, größte Organisation Deutschlands. Ich habe Doktor geholfen, der 33 reichste Mann der Welt zu werden. Und wenn Sie nachlesen auf ibmsdeutschland.com, nur die Firmen in Deutschland, mit dem ich quasi als Kind schon gearbeitet habe, mit 25, 28. Und jeder hat gesagt, ich bin der Einzige, der Resultate produziert, bleibende Resultate. Weil dieses Rara-Unsinn, das ist nicht, was mir liegt. Ich helfe Menschen, sich selbst zu glauben und deswegen funktioniert es. Ich helfe Menschen, sich selbst zu heilen und deswegen funktioniert es.
Leute sagen, er hat 66.000 Patienten, 35.000 Krebspatienten geheilt. Das ist nicht wahr. Ich habe den Menschen die Information, das Training und den Tritt in den Hintern gegeben, weil es notwendig ist, sich selbst zu heilen. Weil Selbstmitleid ist der Hauptmörder hier. Und wenn Sie bedenken, ich habe 1,1 Millionen plus Dankschreiben von Leuten, die sich vom Krebs geheilt haben mit meinen Büchern. Nur mit den Informationen von meinen Büchern oder den Videos, den Tausenden von Radioshows. Ich bin ja 3.000, 4.000 Mal im Radio und Fernsehen gewesen. Das ist ja alles auch. Das haben Sie, ist das alles dokumentiert auch, ja? Also ist alles kann man nachprüfen. Ja, Sie gehen auf IBMS, also Instinct Based Medicine System, ibmsdeutschland.com oder drleonardkultwill.de und da ist aufgelistet. Was immer Sie wollen, ich pack's drauf. Sagen Sie, beweisen Sie, packe ich drauf. Gar kein Problem. Ich habe 4 Doktortitel heute. Ich habe eine offizielle Professur. Ich habe so viel zu beweisen, aber ich beweise keinem mehr irgendetwas. Wenn Sie was wollen, ich publiziere die Fakten. Weil da sind so viele Spinner auf diesem Gebiet der Naturheilkunde, alternativen Heilkunde, die mehr Gefahr anrichten als alles andere. Und die glauben immer, weil ich auf der Außenseiterschiene bin, glaube ich an all diesen Unsinn. Und dieser Unsinn, den so viele verbreiten, dass man in dem Moment, wo sie das und das Medikament nehmen oder das und das Supplement nehmen, werden sie gesund. Das ist der größte Unsinn, den es gibt. Sie werden niemals gesund, bleibend gesund. Sie können Symptome bekämpfen, wie Medizin. Das ist ja alles, was Medizin macht, Symptome bekämpfen. Wenn Sie einen Splitter im Finger haben, dann kriegen Sie ein Schmerzmittel, dann entzündet sich das, dann kriegen Sie ein Antibiotika, dann kommt ein dickes Pflaster darum, dass man den Splitter nicht mehr sieht. Und wenn das dann alles ganz furchtbar entzündet ist, schneiden die den Finger ab und sagen, du bist geheilt. Das ist die Analogie für Medizin. Was wir machen ist, wir sagen, wo ist der Splitter? Wie kriegen wir das Ding da raus? Dann ziehen wir den Splitter raus und alles ist gut. Weil wir sind perfekt. Wir sind geboren perfekt. Das ist mein Buch, im Übrigen in Deutsch erschienen. Sie sind für Erfolg geboren. Das erfolgreichste Motivationsbuch aller Zeiten. Verkauft sich heute noch. 32 Jahre später. Wir verkaufen immer noch Tausende pro Woche. Sie sind für Erfolg geboren. Ich gebe Ihnen jetzt den Download und können Sie das... Könnt ihr das alles mal runterladen. Das ist das erfolgreichste Motivationsbuch aller Zeiten, weil ich glaube, jeder ist zum Champion geboren. Ich glaube, dass jeder für Erfolg geboren ist. Niemand ist für Mittelmaß geboren. Niemals ist zum Verlierer geboren. Menschen sind dafür geboren, glücklich zu sein, harmonisch miteinander zu leben. Solange wie der Staat nicht infiltriert, kommen wir alle miteinander aus. Sobald der Staat eingreift, funktioniert es nicht mehr. Da, wo ich lebe, man muss in eine Straße rein, in die sie nicht rein können, weil immer Verkehr kommt von vorne. Und die Menschen haben angefangen, einfach anzuhalten, 10 Autos durchzulassen. Und wir kommen alle rein, wir brauchen nicht stundenlang da stehen, gar kein Problem. Dann haben sie angefangen, Ampeln zu machen und Schilder aufzustellen. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Also es ist immer, Menschen sind gut. Menschen wollen gut sein. Und der Staat erzählt uns, oh, die sind alle böse. Ja, wir haben Probleme zum Beispiel mit Menschen, die von anderen Ländern flüchten. Meine Eltern sind Flüchtlinge. Ich habe ein ganz anderes Verhältnis. Natürlich müssen Menschen bestraft werden, die kriminelle Handlungen begehen. Aber es kommt nicht darauf an, welche Staatsangehörigkeit die haben. Das ist das Einzige. Aber wir sind alle Menschen. Und man hat ein unglaublich interessantes Experiment gemacht. Man hat 6 Monate alte bis 2 Jahre alte Kinder zusammengepackt, die alle eine andere Sprache gesprochen haben, alle eine andere Rasse und Hautfarbe hatten. Und nach 10 Minuten haben die alle miteinander kommuniziert und gespielt. Das ist alles nur antrainiert. Unsere Ängste sind antrainiert. Wir sind nur, um auf Stress zu kommen. Die einzigen Dinge, mit denen wir geboren sind, ist die Angst vorm Fallen und die Angst vor lauten Geräuschen und den Selbsterhaltungstrieb. Nichts anderes. Alles andere ist trainiert. Die Angst vor lauten Geräuschen, die Angst vor dem Fallen, ist das Einzige, was wir haben, mit dem wir geboren sind. Jede andere Angst ist angeboren, ist antrainiert, um Stress zu erzeugen. Und wenn Menschen an sich selbst glauben, in eine Verfassung gelangt, in der ich sie bringe mit meinem System, durch Bücher, Kassetten, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich habe all die Tausende von Radiointerviews, wenn sie zu ibmsdeutschland.com gehen, gucken Sie mal ein paar hundert von meinen Radiointerviews an oder Fernsehshows.
Ich bin immer zu im Fernsehen. Ich bin jeden Tag, ich hatte heute Morgen schon zwei Radioshows und heute Abend wieder zwei. Das geht jeden Tag so, seit Jahrzehnten. Und wenn Sie sehen, dass ich tausende von Videos daraus habe, das sind 9 Sprachen, jetzt sogar in Arabisch. Seit vorgestern sind meine Programme in Arabisch verfügbar. Ich kann natürlich nichts lesen, das sieht also dieses Komische, was immer es ist. Also kurz unterbrechen, also jetzt langsam, jetzt macht es für mich auch Sinn. Ich habe, als ich angefangen habe, mich mit Ihrer Arbeit zu beschäftigen und dann gelesen habe, dass Sie zum einen die Koryphäe in der Krebsheilung sind, mit Naturheilmitteln, und gleichzeitig sind Sie der oder einer der bestbezahltesten, erfolgreichsten Motivationscoaches gleichzeitig. Wieso ist das, wie passt das zusammen? Und so macht das eigentlich Sinn, weil jetzt verstehe ich das. Ich würde gerne, dass Sie Ihr System, Ihre instinktbasierte Medizin noch ein bisschen genauer, das würde mich natürlich interessieren, ich denke auch unsere Zuschauer interessieren, was machen Sie da genau? Aber ich merke jetzt langsam, es geht tatsächlich darum, die Leute in ihre Motivation und ihre Kraft zu bringen und dass sie wirklich ihre Essenz leben, ihre Seele manifestieren sozusagen. Deswegen würde ich gerne, wenn Sie uns mal erklären könnten, was, wenn ich, angenommen, ich habe jetzt irgendeine Krankheit, ist egal, Krebs oder sonst was, und ich komme jetzt zu Ihnen in die Praxis oder in die Beratung. Was machen Sie da mit mir? Das Erste, was wir, also ich arbeite nicht mehr mit Patienten, schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil mein Stundenlohn ist ein bisschen über dem, was man sich so leisten kann. Aber wir haben ja sehr viele Trainierte, wie Dr. Höhn zum Beispiel in Berlin. Wir haben sehr viele trainierte Ärzte, wir haben sehr viele trainierte Heilpraktiker, die EBMS-Coaches oder EBMS-Therapeuten sind. Elke, wenn Sie jetzt zu mir kommen, dann unterhalten wir uns darüber, was Sie als Kind am liebsten gemacht haben. Was sind Ihre Hobbys gewesen? Was sind Ihre Interessengebiete gewesen heute? Was ist davon übrig geblieben? Und wir unterhalten uns darüber, was Sie heute machen, dass Kompromisse darstellen. Dann lasse ich Sie aufschreiben, was sind die Energiefresser in Ihrem Leben, die Sie rausschmeißen müssen. Also alle die E-Holes, die A-Löcher in Ihrem Leben, die Sie runterziehen, die sagen, du kannst das nicht, du bist sowieso ein Versager, ich kenne dich schon von der Schule, du bist sowieso zu blöde, versuch das erst gar nicht. Die Energiefresser müssen gehen. In jedem meiner Bücher haben Sie ein Kapitel. Eliminieren Sie die Energiefresser aus Ihrem Leben. Das sind Menschen, mit denen Sie am Telefon sind, Sie legen auf und Sie fühlen sich komplett am Boden zerstört. Oder Sie haben eine gute Idee oder einen Traum und nachdem Sie mit den Menschen gesprochen haben, denken Sie, wie konnte ich nur so blöd sein, zu glauben, ich kann das tun. Die Menschen müssen gehen. Sie können nicht eine Olympia-Weltmeisterschaft schwimmen mit einem Stein um Ihren Hals hängt. Und Sie müssen als allererstes machen wir eine Liste, die beginnt mit die, die gehen müssen. Und dann listen wir die alle auf, die das ihrem Leben rausschmeißen müssen. Die meisten davon sind ihre Verwandten oder ihre Frau oder ihr Mann. So, nun müssen wir natürlich damit umgehen lernen. Wenn es natürlich ihre Mutter ist oder ihr Bruder oder ihre Schwester, die immer nur am Nagen ist, immer nur, lass das doch sein und versuch das doch gar nicht, dann trainiere ich sie, in einem System zu sagen, pass auf, ich weiß, dass du mich liebst, ich liebe dich auch, aber ich kann es nicht mehr erlauben, dass du mein Leben und meine Lebensqualität zerstörst. Jedes Mal, wenn du mit dieser negativen Sache anfängst, verlasse ich den Raum oder lege das Telefon auf und bleibe für Tage weg. Und wenn sie das zwei, dreimal gemacht haben, dann brauchen sie nur noch das vierte Mal aufstehen und die Person hört auf damit. Oder die Person hasst sie und will sie zerstören. Dann müssen sie sowieso damit umgehen. Bedenken Sie bitte, dass die meisten Krebserkrankungen durch den Lebenspartner entstehen. Also sehr oft. Ich denke, ich bin für mehr Scheidungen verantwortlich als die meisten Scheidungsanwälte. Weil ich mache das unerträglich für Sie. Sehen Sie, Helge, was Motivation ist? Überlegen Sie, wir haben jetzt zwei Hochhäuser, die sind 100 Stockwerke hoch. Und ich lege eine Planke, die einen halben Meter weit ist, von einem Hochhaus zum anderen. Und ich sage, Helge, geh mal darüber. Dann sagen Sie, Dr. C, du musst doch wohl irgendwie nicht alle Tassen im Schrank haben. Ja, natürlich gehen Sie. Dann sage ich, ich gebe Ihnen $20. Dann sagen Sie, was soll das? So, nun nehme ich den Menschen, den Sie am meisten lieben. Auf der anderen Seite vom Hochhaus, auf dem anderen Hochhaus steht der Mensch, den Sie am meisten lieben. Und ein Terrorist hat die Pistole am Kopf dieses Menschen und sagt, wenn Sie nicht gehen, werde ich schießen. Was machen Sie dann? Sie gehen. Und das ist Sofort. Motivation. Und ich mache es so unerträglich für Sie,
im Selbstmitleid zu liegen, im Selbstmitleid zu leben, in Weinen und aufgeben und ach, ich Armer, ich mache das so unerträglich für sie, dass sie es selbst lächerlich finden. Und dann auf einmal sagen, nee, also das geht so nicht. Das ist alles Unsinn. Natürlich kann ich kämpfen, natürlich will ich kämpfen, natürlich bin ich kein Versager. Und dadurch, dass niemand meine Ausbildung hat, ich habe 5 Millionen Dollar, alle Seminare besucht, die es gibt auf der Welt, Motivation, Gesundheit, Personal Development, was immer es gibt, seit dem 14. Lebensjahr, wenn Sie meine Garagen sehen, in denen ich die ganzen Tapes aufgestapelt habe, 5,2, 5,3 Millionen wert. Nur, ich bin der einzige Mensch, der vereint jede Form von Erfolgstraining, Zielsetzungsworkshops, Motivationstraining, Gesundheitstraining, Gesundheitslehre. Es gibt keinen Menschen, der auch nur 1% von dem Wissen hat, das ich habe. Deswegen kann keiner holistisch arbeiten. Die sind immer nur auf einer Seite. Deswegen funktioniert das ja nicht. Oh, wir machen Motivation. Ra, 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 du bist der Größte, du bist der Größte. Dann gehen sie raus und sagen, ich bin der Größte. Warum bin ich jetzt der Größte? Ich glaube, ich bin nicht der Größte. Ich glaube, ich bin keiner, vielleicht irgendwie ein Versager. Und deswegen haben sie diese Hochs in diesen sogenannten Motivationsseminaren. Und hinterher sind die armen Leute tiefer, als sie jemals zuvor waren, weil dieses Ra-Ra-Ra, künstliche Aufpushen, ist nichts weiter als Manipulation. Ich zeige ihnen, warum sie wertvoll sind. Ich finde mit ihnen gemeinsam heraus, was sie für Qualitäten haben, was ihre Fähigkeiten und Talente sind. Wir entwickeln gemeinsam Pläne, wie sie sich selbst mehr realisieren können, wie sie diese Pläne verwirklichen können, wie sie diese Träume erreichen können. Wir erschaffen gemeinsam Aktionspläne. Als erst natürlich klare Ziele, weil wie können Sie eine Zielscheibe treffen, die Sie nicht sehen? Ich gebe Ihnen Pfeil und Bogen und sage, schieß. Ja, wohin? Schieß. Und dann sage ich, ging daneben. Ja, ist doch klar, wenn Sie keine Zielscheibe sehen, können Sie auch keine treffen. Erstmal müssen Sie wissen, was Sie wollen. Und jetzt müssen wir herausfinden, dass das ist die Hauptursache im IBMS-Training. Was Sie wirklich wollen oder was Ihnen jemand eingeredet hat. Ich habe für eine Vermögensberatungsgesellschaft trainiert und die haben denen allen gesagt, wenn du erfolgreich bist, musst du einen 911 Porsche haben. So, jetzt haben natürlich einige Leute, die 70 Jahre alt waren, geglaubt, um erfolgreich zu sein, muss ich einen 911 Porsche haben. Naja, dann haben sie sich den gekauft und da reingesetzt und nach einer halben Stunde konnten sie vor Rückenschmerzen und Kopf dröhnen und nicht rein und raus können, wussten sie nun nicht mehr, was sie machen sollten. Das ist ein Einreden eines Zieles von außen. Und wenn Sie Ziele von außen versuchen zu erfüllen, dann haben Sie keine Erfüllung, weil jedes Ziel dient einer emotionalen Bestätigung, einer emotionalen Erfüllung. Sie wollen kein Haus, um Steine zu haben. Sie wollen ein Haus, um ein Heim zu haben oder ein Apartment, um ein Heim zu haben, um sich wohlzufühlen, um irgendwo hinzugehören. Sie wollen nicht eine Partnerschaftsbeziehung, damit jemand da ist. Sie können sich eine Putzfrau kaufen, die den ganzen Tag da rumhängt. Das hilft Ihnen nicht. Sie wollen Partnerschaft, Dazugehörigkeit, Liebe, lieben, geliebt werden, verstanden werden. Und wenn wir das nun herausfiltern, Helge, was Sie ganz genau wollen aus einer Partnerschaftsbeziehung, was Sie ganz genau wollen aus Ihrem Apartment, aus Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus, was Sie ganz genau aus Ihrem Auto wollen Sie Anerkennung oder Bewegung oder haben Sie 10 Kinder und brauchen viel Platz? Wir müssen erst mal herausfinden, was Sie wollen, warum Sie wollen, das wollen und was für eine emotionale Erfüllung Ihr Ziel für Sie darstellen soll. Und wenn wir dann Helge analysiert haben, ohne dass ich, sehen Sie, das allererste, was ich meinen IBMS-Trainern beibringe, ist, du hast kein Recht zu bewerten. Du bist sofort rausgeschmissen, du verlierst deinen Job, deine Zulassung als IBMS-Coach, wenn du jemals jemanden bewertest. Wir sind nicht in seinen Schuhen gegangen. Wir wissen nicht, was diese Person durchgemacht hat. Wir wissen überhaupt nichts über diesen Menschen. Und jeder Mensch hat das Recht, zu glauben und zu tun, was immer er oder sie glaubt, ist richtig. So, und wir helfen den Menschen, das zu tun. Ich habe einen meiner engsten Freunde, der später Hauptdirektor für meine modernen Therapiezentren, Modern Therapy Centers of Europe, also meine modernen Therapiezentren war, Dr. Holger Krone. Er ist Dr. Med, aber er ist auch Heilpraktiker. Und ganz am Anfang, wenn ein Patient gesagt hat, ich bin fremdgegangen, hat er gesagt, wie konnten Sie? Und natürlich bringt das den Patienten um, ganz, ganz klar, weil der Patient kommt ja, weil er Schuldgefühle hat und all diesen Unsinn.
Und wir helfen denen natürlich, die Schuldgefühle ein für alle Mal loszuwerden, die Vergangenheit ein für alle Mal loszuwerden. Nicht durch darüber reden, das ist alles Unsinn. Hier ist die Kultwelt, Psychoanalyse und Psychotherapie. Vergessen Sie es und machen Sie einfach weiter. Es gibt kein das dumme Zeug darüber reden, weil das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob etwas wirklich passiert oder ob Sie nur daran denken. Für das Gehirn ist das gleich. Deswegen produziert sie gleichen Stresshormone. Wir können ihr Blut nehmen. Ich kann sie an etwas denken lassen. Das produziert die gleichen Hormone, die gleichen Blutwerte, die sie hatten, als es passiert ist. Wenn eine arme Frau über eine Vergewaltigung spricht, vor Gericht, vor dem Anwalt, vor Polizei, wird sie jedes Mal neu vergewaltigt. Wir können das im Blut nachmessen. Deswegen ist das alles Unsinn. Ist was passiert? Ja, im Englischen sagen wir, shit happens, move on. Und das ist einfach. Böse Sachen passieren eben. Und ich zeige Ihnen Wege, da rauszukommen, das loszulassen, es zu vergessen, nicht darüber zu reden. Das ist alles Unsinn. Sie verschwenden, normale Psychoanalyse dauert 15 Jahre, weil dann hört die Krankenkasse auf zu bezahlen. Wenn Sie dann privat bezahlen, geht es weiter. Und das ist alles Unsinn. Sie verschwenden nochmal 15 Jahre zu der schlechten Vergangenheit. Nein, nein, wir bringen Ihnen mit IBMS bei, loszulassen und weiterzumachen. Also eine kurze Frage, sorry, ist immer schwierig dazwischen zu kommen. Ich will, mag Sie auch gar nicht unterbrechen, aber kurz zum Zusammenfassen. Also wenn ich zu Ihnen komme, das ist eigentlich, Sie machen keine medizinische Diagnose im herkömmlichen Sinne, sondern Sie arbeiten vor allen Dingen erstmal psychologisch, oder Wir psychisch, machen keine therapeutisch, Diagnosen, so. um damit zu beginnen. Ich will auch von keinem wissen, was die haben. Das kümmert mich, ist genau wie Krebs. Zum Beispiel die Schulmedizin benutzt einen dreckigen Trick, das darzustellen, dass sie schlau sind, dass sie was wissen. Dann haben sie Leberkrebs, und dann haben sie Nierenkrebs, dann haben sie Lungenkrebs. Krebs ist Krebs. Es gibt nur eine Form von Krebs und die benennen es nur da, wo es erscheint. Das, wie schlau die Schulmedizin ist. Und ich kümmere mich nicht darum. Ich will von Ihnen nicht wissen, was Sie haben. Weil sehen Sie, den Satz ist der wichtigste Satz, den ich jemals geprägt habe in meinem Leben. IBMS ist Ihnen dabei zu helfen, dem Anwender dabei zu helfen, herauszufinden, was die negativen Resultate in Ihrem Leben produziert und die Ursachen dafür zu beseitigen. Die Resultate beheben sich von selbst. Jeder wird ganz alleine gesund, sobald er selbst ist oder sie selbst ist. Sofort. Ich kann das immer und wieder produzieren. Ich habe 1 Million ausgestellt. Ich habe dem Staat sogar 10 Millionen angeboten, wenn sie mir 100 Krebspatienten geben, dass ich mindestens 92 davon in 6 Wochen geheilt habe, aber die nehmen es ja nicht an. Ich kann es jederzeit neu produzieren. Immer wieder und wieder und wieder. Es ist reproduzierbar, es ist eine Wissenschaft. In dem Moment, wo Ihr Energielevel normal ist, natürlich müssen Sie, wenn jemand große Mangelerscheinungen hat, dann müssen die natürlich anfangen mit einer Saftkur, die müssen sich natürlich entgiften. Wenn Sie viel Amalgam in den Zähnen haben, was den ganzen, im Übrigen Hillebrand, Regine Hillebrand, war die Gesundheitsministerin von Deutschland. Und ich habe am ersten Deutschen Zahnärztetag, gemeinen Deutschen Zahnärztetag gesprochen und Zahnarzthelferinnen-Tag und so weiter, Deutsche, Ostdeutsche, Westdeutsche, die haben damals gesagt, trainier mal die Ostdeutschen, was Kapitalismus ist. Da habe ich auch gemacht, in Magdeburg ganz groß. Und wir sind natürlich auch im Fernsehen gewesen, die wollten eine Stunde bringen, RTL. Und dann haben sie alle meine Patienten interviewt, da waren sie in meinen Praxen, in meinem Krankenhaus, haben alle interviewt, immer zu versucht, was rauszufinden. Dann haben sie gesagt, nach 14 Tagen haben wir nichts Negatives finden können. Alle Patienten, ist alles bewiesen, alle vorher und nachher im Bückeburger Krankenhaus gewesen oder was auch immer, wo auch immer. Und dann sollte es eine Stunde sein. Und dann waren sie sogar bei meinen Seminaren, Angst zu Energie zu verwandeln. Und dann haben sie 30 Sekunden gezeigt. Hier ist Dr. Coldwell und das ist, was er macht. 30 Sekunden von einer Stunde und von 14 Tagen, jeden Tag 8 Stunden in meiner Praxis, ein ganzes Ganztagsseminar gefilmt und so weiter. Und dann habe ich eine Kolumne geschrieben für den Elbe-Report und die war so erfolgreich, dass man gesagt hat zum Redakteur, wenn Sie den weiterschreiben lassen, werden Sie rausgeschmissen. Er hat gesagt, ich will meinen Menschen helfen. Ich habe eine zweite Kolumne geschrieben, hat man ihn rausgeschmissen, Chefredakteur. Und vor allen Dingen dafür, dass er in meinen Seminaren war. Das war ganz, ganz schlimm. Und darüber berichtet hat. Ich habe ja die ganzen Zeitungsberichte. Ist nicht so, dass ich kann alles beweisen, Helge. Das ist ja der. Also,
Ich muss unbedingt noch mal nachfragen. Ja. Sie gehen eine Wette ein. Sie nehmen egal welche Krebs oder sonst wie Krankheit, wenn ich Ihnen 100 Leute bringe und davon nicht 92, die vorher nicht therapiert wurden. Ja. Okay, also Leute, die noch nicht therapiert wurden. Bestrahlung, Chemo oder Operation hatte, kann nicht mehr geholfen werden. Die sterben sowieso. Also ich bringe Ihnen 100 Leute, die schwer krank sind und noch nicht behandelt wurden und Sie bieten mir 10 Millionen, wenn das nicht 92 davon geheilt sind. Das ist ja mal ein Angebot. Das hat noch keiner versucht anzunehmen. Nein, weil das Einzige ist ja, natürlich müssen die Leute bereit sein, alles zu tun, was wir ihnen sagen. Es geht natürlich nicht, wenn jemand 400 Pfund wiegt und er muss Gewicht verlieren und nicht auf eine gesunde Ernährung kommt, dann ist egal, was ich tue. Das ist nicht der Punkt. Die Leute müssen bereit sein, zu tun, was ich sage, bedingungslos. Und sie dürfen nicht vortherapiert sein, weil Chemotherapie ist Senfgas. Und Senfgas ist nach der Genfer Konvention verboten als eine Kampfwaffe. Das ist das, was die essentiell in den Körper spritzen. Also wenn sie den Körper vergiften, deswegen haben sie ja nach 5 Jahren, die Heilungsrate in der Medizin ist 5 Jahre, weil die alle nach 5 Jahren an der Chemotherapie sterben. 92%, 93% sterben an der Chemo und Bestrahlung. Die Schulmedizin hat eine Krebsheilungsrate von 3%. Dr. Gerinal hat eine 17 Jahre Studie gemacht. Und Dr. Simoncini sagt das Gleiche. Die Schulmedizin hat eine Krebsheilungsrate von 3%. Wenn sie nichts machen, werden 27% aller Leute von alleine gesund. Wenn sie nichts machen. Die Schulmedizin bringt also die 24% um, die alleine gesund geworden wären. Ich habe eine statistische, nachgewiesen in Studien, Krebsheilungsrate von 92,3%. Und die einzigen, die ich damals verloren hatte, weil ich noch nicht wusste, ich kann denen nicht helfen, die Chemo hatten, sind Personen gewesen, die vorher behandelt wurden. Weil der Körper hat genügend Selbstheilungskräfte. Die Leute müssen natürlich ansprechbar sein und funktionieren. Wenn jemand im Koma liegt, kann ich den natürlich nicht dazu bringen, selbst motiviert zu werden, um sich dann selbst zu heilen. Aber es ist ganz einfach. Das Ding ist natürlich, in Deutschland zum Beispiel, es muss legalisiert werden. Ich darf ja meine Methode als Heilmethode in Deutschland nicht anwenden. Das heißt also, es muss... Aber als Coaching-Methode. Coaching ist ja erlaubt, aber als Coaching-Methode. Ja, dann dürfen Sie aber nicht darüber reden, dass Sie einen Krebspatienten behandeln. Sehen Sie, deswegen machen wir es in der Karibik. Wir bauen gerade auf 220 Hektar in Trinidad ein riesiges Gesundheitszentrum mit Dr. Levet. Und deswegen bin ich so viel in der Karibik, auf den Bahamas und Trinidad und Tobago. Wir kaufen überall im Moment Land und fliegen dann die Leute. Ich hatte meine erste Klinik im Übrigen, Helga, war ich 22 Jahre alt. Meine erste Klinik für Stressreduktion und Burnout-Syndrom und Management-Disease in British Columbia, in Kanada. Und habe die Top-Manager von großen Firmen nach Kanada geflogen, um sie dort von ihrem Stress zu befreien. Und wissen Sie, wie ich das gemacht habe? Ich habe denen verboten, zu Hause anzurufen, Zeitung zu lesen, Fernsehen zu gucken. Wir sind mit dem Pferd in die Wälder geritten, haben ihr eigenes Steg. Ich habe Leute, ich kann den Namen nicht nennen, mit 55.000 Mitarbeitern, es sitzt mit mir in dem Wald in Kanada und grillt sein eigenes Steg am offenen Feuer. Und die ersten 3 Tage wollten sie mich alle umbringen. Glauben Sie mir, die wollten mich alle umbringen. Und dann sagt das ab und nach 12 Tagen wollte keiner mehr nach Hause. Und das ist ja so, ich bin ja so gefährlich, weil ich ja alles beweisen kann. Ich habe ja mit 22 schon mehr Heilerfolge gehabt, als jeder lebende Mensch auf der Welt jemals hatte oder haben wird. Und weil wenn man etwas selbst macht, Helge, sagen wir mal, Sie entwickeln eine bestimmte Art, ein Bild zu malen und Sie entwickeln das, dann kann ich doch keinem anderen erklären, wie man das Bild malt. Sehen Sie, das ist ja der Unsinn, wenn man einem Folger folgt. Sie müssen immer nur auf Leute hören, die selbst etwas entwickelt haben. Und sie werden ja durch die Schule darauf trainiert, zu hören, was Freud gesagt hat. Größte Idiot aller Zeiten, Sigi Freud, ein Superspinner. Und dieser ganze Unsinn mit Psychoanalyse und Psychotherapie. Und es ist bewiesen, dass es Unsinn ist. Es ist bewiesen, dass es gefährlich ist. Es ist bewiesen, dass es die meisten Selbstmorde erzeugt hat aller Zeiten. Und trotzdem, Sie studieren in Deutschland Psychologie, ist ja nicht mal eine Wissenschaft.
Ist eine Zusammensammlung von was ein paar alte, tote Leute gesagt haben. Das ist alles, was das Studium von Psychologie ist, mehr ist es nicht. Und das Aufschlüsseln von Kinder-Ich und Eltern-Ich, und also ein Unsinn, wir sind eine Einheit. Wenn ich diesen, ich habe ja alles studiert, ich habe auch einen Doktor in Psychologie, aber das spielt alles gar keine Rolle. Es ist einfach nur so, dass man verstehen muss, dass ich nichts von dem benutze. Ich habe 4 anerkannte Doktortitel, ich bin zugelassen, ich bin von der Ärztekammer hier zugelassen, ich habe alle möglichen Zulassungen, Anerkennungen, ich benutze nichts davon, weil es alles Unsinn ist. Ich habe das nur aus rechtlichen Gründen. Aber wenn Sie verstehen, dass Sie nur sich selbst brauchen, natürlich müssen Sie eine vernünftige Ernährung haben, eine vernünftige Entgiftung. Ich habe hier eine Kur, 21 Tage sind Sie wie nagelneu. Dann zum Beispiel mein großartiger Freund Dr. Klaus Martin in Rottach-Egern, der macht die Sauerstofftherapie nach Professor Manfred von Ardenne. Sie nehmen 1 Liter Blut raus, ionisierten Sauerstoff, ein bisschen Vitamin C und so weiter rein, läuft zurück, nach 12 Mal haben Sie im Blut das selbe saubere Blut wie ein Baby. So, was können Sie an Krankheiten haben? Gar keine. Und Professor Manfred von Ardenne hat die ganzen alten Russen am Leben erhalten. Ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich noch zu jung, Helge, um zu wissen, wie alt die Russen damals alle waren in der Regierung. Die waren alle... Nee, ich bin nicht viel, viel jünger als Sie. Gut für Sie. Sie sind 57, oder? 57, ja. Ja, ich bin 53. Wow, Sie sehen gut aus. Ja, gut gehalten. Aber wenn Sie zurückdenken, Brezhnev und all diese ganzen alten Russen, wie fit die waren. Und die waren nur fit durch Manfred von Ardenne. Die sind den ganzen Tag immer wieder, 3-mal die Woche haben die diese Mehrschritt-Sauerstofftherapie nach Manfred von Ardenne gekriegt. Und als die Mauer fiel und sie konnten das nicht mehr kriegen, sind die gestorben wie die Fliegen. Ja. Weil ja alles Tod und Decay und Krankheit ja nur mit Sauerstoffmangel zu tun hat. Nur Sauerstoffmangel kommt von Acidosis, also Übersäuerung. Und dann eben Mangel an Mineralien, weil wenn sie nicht genügen. Es ist ja so, dass zum Beispiel verbieten die uns Sonne, damit wir nicht gesund werden. Vitamin D hält uns gesund. Sonne produziert Vitamin D und Makrophage Activating Factor, also die Makrophagen, die den Krebs essen, die Krebszellen aufessen. Haben sie kein Vitamin D, können die nicht gebildet werden. So, jetzt sagt man ihnen natürlich, schmieren Sie Sonnenschutzmittel drauf, sodass Sie kein Vitamin D produzieren, und gehen Sie bloß nicht in die Sonne. Ja, die sterben alle wie die Fliegen. Im 19. Jahrhundert hatten 7% Krebs. Heute haben 56% aller Menschen Krebs. 56%. Vor ein bisschen über 100 Jahren waren es 7%. Und meine Großmutter, die eine Krankenschwester war, 50 Jahre lang ich weiß nicht, wie es Hebamme war, die zu mir gesagt hat, all diesen Unsinn, den ihr alle habt, kennen wir gar nicht. Wir hatten keine Menopause, keine Wechseljahresbeschwerden. Wir hatten 6 Wochen ein bisschen Schweiß und dann war es gut. Und meine Großmutter, sind Sie, Helge, Sie wissen leider nicht, weil wir nicht darüber gesprochen haben, warum ich so bin, wie ich heute bin. Meine Großmutter hat 28 Jahre einen faustgroßen Tumor in der Brust gehabt. Sie hatte eine sehr große Brust, dadurch spielte das keine Rolle. Der ist nicht gewachsen, hat nicht wehgetan, nichts. Und ein junger Arzt hat sie reingeredet in Operation. Danach ist sie 2 Jahre lang den furchtbarsten Tod gestorben, den ich jemals gesehen habe. Wenn sie in das Krankenzimmer von meiner Mutter, Großmutter gekommen sind, sind ihnen die Tränen gelaufen von der Chemotherapie, die aus den aufgesplitterten Hautfetzen meiner Großmutter kam. Und der Arm war so groß, dass er nicht in den Sarg gepasst hat. Und als ich dann zu dem Arzt gesagt habe, ich war noch ein Kind, die Teenager, was ist passiert, haben die gesagt, ja, wir wussten, dass das passiert, aber nicht, dass es so schnell passiert. Ich sage, warten Sie mal. 28 Jahre, meine Großmutter hatte keine Probleme. Sie reden sie in die Operation. Sie wussten, dass das passiert. Sie mussten ein Risiko eingehen mit dem Leben meiner Großmutter. Und von dem Moment an, ich möchte Ihnen nicht erzählen, was ich mit dem Arzt gemacht habe, weil ich war ja auch 33 Jahre im Kampfsport. Und auch im Kampfsport war ich auf Vollkontakt, nicht dieses Halbkram, also okay. Tun als werde. Nee, nee. Ich war auch der Rausschmeißer meinen Eltern eigenen Diskotheken.
So, ich habe alles durchgemacht, Helge. Deswegen, ich muss darüber lachen, wenn diese Möchtegerns, wenn diese feigen Politiker den Mund aufmachen und großen Mund haben. Ist alles lächerlich für mich, weil ich habe mehr durchgemacht im Alter von 14 Jahren, als die in ihrem ganzen Leben je mehr durchmachen würden. Aber das, die Aussage des Arztes, Helge, war die Kreation von Dr. C. Also alle meine Freunde nennen mich Dr. C weltweit. Ich habe das auch patentieren lassen und Trademark und so weiter. Und ich fange alle meine Seminare an mit Hello Champions, Hello Champions, und das Publikum antwortet Hallo Dr. C. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal meine Radioshow gehört haben. Aber nur die ersten 60 Sekunden den Trailer. Dr. Kurvelo Pini. Meine Radioshow im Übrigen kommt im März jetzt auch in Deutsch. Also Dr. Kurvelo Ah. Pini ist in Englisch und Dr. Kurvels Meinung kommt dann in Deutsch. Und dann muss ich Sie auch interviewen, damit wir mal rauskitzeln können, was Sie so gelernt haben im Laufe der Zeit. Weil Gerne. ich habe. Ja, ich habe, also Radio habe ich leider noch nicht gehört. Ich habe Videos viel geguckt, aber Radio noch nicht. Nee. Ja, und wie gesagt, sind auch die ganzen auf Instinct, IBMS-deutschland.com oder Dr. Leonard Coldwell.de sind die ganzen Radioshows, Fernsehshows, Videos und so weiter. Aber was man wirklich wissen muss, ist, ich bin gewachsen am Leben. Das Leben hat mich versucht, vielleicht 30, 40 Mal zu zerbrechen. Ich habe in meinem Leben 4, 5 Mal eine Pistole am Kopf gehabt und habe gesagt, es muss jetzt vorbei sein. Weil ich habe in meinem Leben 5000 Stunden im Zahnarztstuhl verbracht. Ich habe chronische Zahnschmerzen seit meinem 12. Lebensjahr. Ich habe 7 Jahre lang Eiswürfel gebraucht auf meine Augen morgens, damit die Schwellung zurückging, dass ich die Augen öffnen konnte von den Schmerzen über Nacht. Ich habe heute nach 3,2 Millionen Zähnen im Mund immer noch keine Zähne, jedenfalls keine, die schmerzfrei funktionieren. Ich habe komplett flache Backenzähne und meine Wirbelsäule ist permanent zerstört. Aber das lässt mich nicht stoppen, Helge. Ich sage das nur, damit Menschen verstehen, nein, das Leben ist nicht einfach. Und ich kriege $35.000 die Stunde bezahlt. Und es war nicht einfach, dahin zu kommen. Ich habe mal angefangen mit 30 Mark die Stunde. Und Leute müssen verstehen, wenn ich habe 270 Millionen verdient im letzten Jahr, das kann ja jeder einsehen, ist ja alles öffentlich in Amerika. Aber ich habe es verdient. Ich arbeite 18, 19 Stunden am Tag. Ich kenne mehr Schmerzen, als hunderte von Leuten gemeinsam jemals ertragen können. Und ich bin in Orten gewesen im Leben, die niemand selbst verstehen kann. Und wenn Sie wissen, meine Bodyguards kosten mich 380.000 im Jahr, meine Rechtsanwälte 280.000 im Jahr. Und ich rede von Erfahrung. Ich rede von Überleben, Leben, Erleben und das Leben meines Champions leben. Und wenn Sie verstehen, dass ich im Alter von 12 Jahren nichts zu essen hatte. Wir hatten nichts zu essen. Meine Mutter war krank und mein Vater ist einfach gegangen. Und Menschen müssen verstehen, dass man sich im Leben das, wo man ist, verdienen muss. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn mir Leute dumme Antworten schreiben, oh, die Mitgliedschaft in ihrem Verein kostet $89 im Monat. Ja, es kostet sie. Aber sie kriegen sofort für $7.000 freie Bücher, alle meine deutschen Bücher, alle meine deutschen Programme. Sie kriegen 2 Seminare pro Monat telefonisch und sie kriegen alle 6 Monate, wie wir jetzt in Hannover haben, am 5. bis 7. April, das Champions-Wochenende, ein riesiges Wochenende, 8 Stunden täglich Live-Seminar, wo man hier in Amerika, die größten Firmen der Welt hier in Amerika, zahlen mir pro Tag 250.000 pro Tag für diese Seminare. Und das kriegen unsere Mitglieder alles umsonst. Und wenn mir dann irgendeiner schreibt, oh ja, das ist aber viel Geld, sie wollen nur Geld haben. Die $89 im Monat tragen nicht mal das Personal, das die ganze Arbeit macht und die individuellen Antworten beantwortet, trägt nicht mal meine Flugkosten und so weiter. Und diese Einstellung, diese kommunistische Einstellung, oh, das muss doch alles umsonst sein. Nein, meine Ausbildung hat 17 Millionen gekostet, alles in allem. Und Blut und Schmerzen und Ärger. Und ich habe jeden Tag so viel Ärger, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Deswegen habe ich ja hausangestellte Anwälte. Und
Erfolg kommt nicht von alleine. Und alles, was umsonst ist, ist wertlos. Alles, was umsonst ist, ist wertlos. Und das ist ganz einfach zu testen. Wenn ich Ihnen eine Flasche Cartier-Parfum schenke zu Weihnachten, die 700, 800 Euro kostet, dann sagen Sie, oh, das riecht aber gut. Wenn Sie das aber selber kaufen müssen und 700 Euro dafür bezahlen, dann ist es ein einzelner Spritzer, der es dann tut. Und so ist es mit allen Dingen im Leben, was umsonst ist, ist wertlos. Und ich hasse Parasiten, ich hasse Weiner und Menschen, die sich beschweren. Jeder kann aus seinem Leben machen, was ich gemacht habe. Das ist meine Botschaft. Ich hatte jede Krankheit, die Sie sich vorstellen können. Ich habe 9 Jahre lang alle Organe entzündet gehabt. Wenn ich auf Toilette gegangen bin, dann haben Sie das von Hannover bis Berlin gehört. Und ich hatte Gallensteine schon mit dem Alter von 7 Jahren. Das hat nur keiner geglaubt. Ich bin nur immer umgefallen. Ich habe was gegessen, bin ich umgefallen. Dann haben die gesagt, muss der Blinddarm sein. Dann hat man mich vom 7. Lebensjahr bis zum 14. auf Blinddarm behandelt. Ich hatte schon Gallensteine in einer Größenordnung mit dem Alter von 7. Dann hat man eine Notoperation später gemacht. Das sehen Sie auch in der Narbe, die ich habe. Dass es eine Notoperation war, weil ich im Sterben gelegen habe, weil die Gallenblase geplatzt ist. Und sehen Sie, ich verstehe Schmerzen, ich verstehe Patienten, ich verstehe, wie man sich fühlt nach einer Operation, ich verstehe, wenn man aufgeben will, ich verstehe, wenn man es beenden will. Und nur heute, mit meiner Lebenseinstellung, die ich heute habe, ich weiß, es geht immer weiter. Jeder Morgen ist eine neue Geburt, eine neue Chance, neu zu beginnen. Ich kann alles hinter mir lassen, was ich bis heute getan habe und morgen früh neu beginnen, egal was ich gemacht habe. Und wenn meine Klienten, Patienten das verstehen und die Vergangenheit einfach loslassen und aufhören, sich schuldig zu fühlen. Wie kann man sich denn schuldig fühlen, weil man einen Fehler gemacht hat, wo man nicht wusste, dass es falsch war? Ist doch ein absoluter Unsinn. Man kann das doch gar nicht wissen. Wir lernen doch nur durch Fehler. Und die Idioten, die nicht durch Fehler lernen, das ist sowieso nicht schade drum. Okay, Lennart, kurze Unterbrechung. Also ich könnte mich jetzt den ganzen bis morgen früh durchunterhalten mit Ihnen. Also es macht Spaß. Es ist auch spannend, jemanden gegenüber sitzen zu haben, der wirklich auch in solchen Superlativen, sage ich mal, erlebt, gelebt hat und das auch manifestiert hat, kann man so sagen, durch Arbeit und Engagement. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sie sehr, deshalb auch so ein erfolgreicher Motivationslehrer sind. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem ist, eigentlich sind unsere Interviews immer so um die Stunde rum eingetaktet. Wir haben jetzt schon 1,5. Mache ich aber gerne, ich lasse das gerne laufen. Ich denke, dass das viele Leute sicherlich motivieren wird, Ihnen zuzuhören. Jetzt würde ich gerne so einen kleinen Bogen zum Ende machen. Vielleicht, Sie sind ja eigentlich schon die ganze Zeit dabei, irgendwie die Leute zu motivieren, zu versuchen. Was würden Sie jetzt so zusammenfassend den Leuten sagen? Also wir wollen ja den Leuten immer möglichst viel praktische Tipps geben, was sie praktisch direkt anwenden können. Also wenn die das jetzt hier hören, sozusagen, wenn das Interview vorbei ist, aufstehen und loslegen am besten. Und vielleicht so am Schluss nochmal so knackig, was würden Sie den Leuten an konkreten Ratschlägen geben, wie sie jetzt sofort anfangen können, Stress zu reduzieren und dadurch einfach mehr Lebensenergie in ihr Leben zu bringen. Was sind so die Essenz-Ratschläge für uns? Die Hauptursache, also die Hauptgrundlage ist erstmal Entgiftung. Wir sind ja alle unglaublich vergiftet, wir wissen das ja alle. Durch Nahrungsmittelzusätze, Präservierungsstoffe und so, Konservierungsstoffe und so weiter. Also ich würde sagen, eine gute Saftkur, 21 bis 28 Tage. Jack LaLanne hat ein gutes Programm. Jay Cordage hat ein gutes Programm. Ich würde 28 Tage eine Saftkur machen, um den Körper zu entgiften. Dann haben Sie keine Acidosis mehr und auch keinen Mineralstoffmangel mehr. Ich würde 6 Teelöffel Kieselerde am Tag in 0,2 Liter Wasser nehmen. Dann haben Sie auch da keine Probleme mehr. Und natürlich nur Himalaya-Salz, Pinksalz benutzen, weil da sind noch alle Mineralstoffe drin und Spurenelemente. Und es wird gemeint, also es gibt keine Belastung von außen. Benutzen Sie kein Meersalz, das ist alles radioaktiv von Fukushima jetzt. Das können Sie nicht mehr benutzen. Und wenn Sie dann also die Grundelemente beherzigen, 4 Liter Wasser am Tag mit einem halben Teelöffel Himalaya-Salz da drin, ist erstmal körperlich das so gut wie erstmal sicher.
Dann, wenn Sie krank sind, müssen Sie eine vegetarische Ernährung haben. Wenn Sie nicht krank sind, können Sie 70%, wenn Sie 70% richtige machen, können Sie 30% falsch machen, weil sonst die Lebensqualität nicht passt. Also ich esse und trinke alles und habe ungefähr 2 Liter, 2 Flaschen Bourbon pro Woche. Also es ist nicht so, Leute denken immer, der muss so gesund leben. Nein, 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 nein. Ich esse alles. Ich esse Steak, ich esse alles. Ich esse Lobster, also Hummer. Und ein guter Whisky ist lebenswichtig, ist das Elixier des Lebens. Und meine Frau ist 24 Jahre alt, das passt also auch. Und man muss also Lebensqualität haben. Entwickeln Sie Bonuseinheiten für sich, was Sie für sich selbst tun oder sich erlauben, wenn Sie bestimmte Ziele erreichen, die schwer zu erreichen sind. Einen Urlaub, den Sie machen oder gemeinsam in ein teures Restaurant gehen. Oder für mich war es immer, mir diesen Maßanzug machen zu lassen, den ich wollte einfach nicht 27.000 Euro für einen Anzug ausgeben. Und dann habe ich eben Ziele gesetzt. Und wenn ich die und die und die Ziele erreiche, dann lasse ich mir diesen Maßanzug für 27.000 Euro machen. Oder kaufe mir das Auto. Ich habe jedes Auto, von dem ich jemals geträumt habe. Aber das war immer ein Bonus. Ich habe die einfach rausgegangen und habe das gekauft. Und wenn Sie bedenken, ich habe damals schon mit der DVG einen Vertrag über 600.000 pro Jahr gehabt, da war ich, weiß nicht, 22, 24. Und weil die bezahlen ja wie Deutsche Herold, Deutsche Bank, IBM und so weiter, die zahlen ja für Resultate, die bezahlen sie nicht für Zeit, die bezahlen sie für Resultate. Ich bin der Einzige, der bleibende Resultate produziert im Verkauf. Was meinen Sie, was ich alles tun kann für Verkäufer? Deswegen hat Sales Profi mich ja ganz groß eingekauft gehabt. Oder Gabler Verlag und so weiter. Aber wenn Sie den Körper erstmal einigermaßen in Schuss haben, dann setzen Sie sich hin, machen Sie die Liste, die gehen müssen. Und schmeißen Sie direkt, oder wie ich es Ihnen gesagt habe, mit der Technik, die raus aus Ihrem Leben, die Ihre Lebensqualität zerstören. Oder Ihren Energiehaushalt zerstören. Dann beginnen Sie damit, klare Ziele zu setzen. Ich denke, in dem Stressbuch ist, glaube ich, auch ein Zielsetzungsworkshop. In dem deutschen, ja, ein Zielsetzungsworkshop. Sie nehmen sich natürlich mein Buch, Stress, die Ursache aller Krankheiten, und machen den Zielsetzungsworkshop nur aus meinem Buch. Na, Sie können natürlich überall einen Zielsetzungsworkshop machen. Aber Klarheit der Ziele, das gibt Ihnen eine Richtung im Leben. Dann fragen Sie sich, warum will ich diese Ziele erreichen? Was gibt es mir? Dadurch entsteht Ihre Motivation. Entschuldigung. Und wenn Sie dann eine klare Zielsetzung haben, entwickeln Sie Aktionspläne. Wie werde ich diese Ziele erreichen? Wie werde ich gesünder? Wie kann ich effektiver abnehmen? Es gibt keine magische Pille, es gibt keine Übernachtdiät. Das ist alles Unsinn. Alles, was Erfolg produziert, muss verdient werden. Die müssen da verarbeiten. Es dauert alles seine Zeit. Sie können nicht fressen wie ein Tier mit mit der Schnauze und vier Beinen und dann hoffen, dass sie immer schlanker werden. Sie müssen lernen, lernen, lernen. Glauben Sie nichts. Glauben Sie nichts, was ich sage. Fragen Sie andere. Fragen Sie sich selbst. Sagen Sie, fühlt sich das gut an für mich? Ist das für mich richtig? Und glauben Sie niemandem. Das Allerwichtigste ist, glauben Sie niemandem. Sie können nicht von einem anderen gesund gemacht werden. Wenn Sie überzeugt werden, wenn Sie sagen, okay, ich höre mir den und den Menschen an oder das und das oder mein Freund Michael Vogt, wenn ich alles sehe, was der alles aus seiner Palette hat, in seiner Show Querdenken, hören Sie sich so viel wie möglich verschiedene Dinge an. Ist wie mit Essen. Probieren Sie so viel wie möglich Verschiedenes und dann sagen Sie, okay, das will ich überhaupt nicht. Und das will ich und das mag ich. Das ist das Allerwichtigste, dass Sie sich Ihr eigenes Erfolgskonzept zusammenbauen. Deswegen habe ich mein System Instinct-Based Medicine System genannt, weil Ihr Erfolg und Ihre Gesundheit und glücklich sein kann nur aus Ihrem Instinkt kommen, aus Ihrem Innern. Fragen Sie sich selbst immer, wenn ich mein bester Freund wäre, was würde ich mir raten? Und Sie werden sehen, Sie kriegen ganz andere Antworten als das, was Sie im Kopf haben. Dissoziieren Sie sich von dem Problem. Und wenn Sie dann Ihr Leben leben, Sie machen eine Liste, wo mache ich Kompromisse in meinem Leben? Und die müssen beseitigt werden, weil Kompromisse ist tot. Kompromisse sind die Garantie für Krebs. Chronische Kompromisse.
Es ist ein Unterschied, ob Sie sagen, ich muss da arbeiten, weil ich sonst verhungern muss und ich will da nicht arbeiten. Oder ob Sie sagen, ich arbeite 2 Stunden am Tag mehr, damit meine Kinder eine bessere Erziehung haben, eine bessere Schule oder dass ich meinen Kindern ein besseres Essen kaufen kann. Das ist kein Kompromiss. Menschen müssen verstehen, ein Kompromiss ist nur, wenn sie einen Kompromiss gegen sich selbst machen. Sie tun etwas, das sie überhaupt nicht wollen, aufgrund äußerer Einflüsse oder Zwänge, vielleicht Kirchenzwänge. Was meinen Sie, wie viele Patienten ich hatte, katholische Patientinnen, so gut wie jeder geht fremd. So gut, ich weiß, es zerstört alles, ihr ganzer Glauben und so weiter. 92% aller Menschen gehen fremd. So, jetzt habe ich diese katholischen Damen, die dann fremdgegangen sind und durch die Lehre, durch den Einfluss der organisierten Religion, leben sie jetzt nur noch in Schuldgefühlen und bingo, kriegen sie Unterleibskrebs, Gebärmutterkrebs oder Eierstockkrebs oder was auch immer. Nur von Schuld, weil das manifestiert sich immer auf dem Problem. So, wenn Sie jetzt also rausfinden, Kompromisse machen, das eliminieren, Sie können das nicht alles heute machen, aber Sie können einen Plan machen, Sie können ein Ziel aufschreiben und sagen, ich kann den Job nicht mehr ertragen, ich werde mir jetzt einen neuen suchen oder ich werde mich selbstständig machen. Zum Beispiel in unserem Club, der IBMS Master Society, ich habe Menschen zusammengebracht, die jeder einfach 5.000 Euro gegeben haben und haben sich zusammen ein Franchise gekauft. Und dann schmeißen die das ganze Geld rein, jeder hat nur 5.000 investiert. Aber dann nehmen die das Geld nicht raus, sondern sparen es an und kaufen dann das nächste Franchise mit dem. Und ich habe jetzt Mitglieder in meiner IBMS Master Society, die haben 117 Franchises. Und wenn sie von 117 Franchises nun das Geld monatlich kriegen, brauchen sie nie wieder zu arbeiten. Und Selbstständigkeit ist die einzige Jobsicherheit. Es gibt keine andere. Und die Angst, kein Geld zu haben, ist eben der größte Stressor, physische Stressor, den Sie so kreieren können. Okay. Aber um nun zu starten, machen Sie eine IBMS-Übung. Stellen Sie sich vor einen Ganzkörperspiegel, also einen großen Spiegel, wo Sie den ganzen Körper sehen können. Legen Sie ein Handtuch auf die Erde und stellen Sie sich hinter das Handtuch. Schließen Sie die Türen ab und hängen Sie die Fenster ab, ziehen sich komplett nackend aus. Dann schreiten Sie über das Handtuch, stellen sich vor den Spiegel und akzeptieren sich so, wie Sie sind. Egal, ob Sie es ändern wollen, das spielt keine Rolle. Aber Sie müssen erstmal anfangen mit der Realität. Sie akzeptieren sich so, wie Sie sind, Sie sehen sich selbst in die Augen und Sie sagen sich 150 Mal, ich liebe mich, ich bin großartig. Und Sie sehen sich dabei in die Augen, ganz viele fangen an zu weinen und so weiter und so fort. Das ist alles normal, ist okay, machen Sie weiter. Und so erkennen Sie erstmal, wer Sie wirklich sind und dass Sie es wert sind, geliebt zu werden und dass Sie jemand sind und dass Sie ein großartiges Leben verdienen und nicht ein Leben in Mangel und Mittelmaß, dass Sie das Leben eines Champions verdienen. Und Sie beenden die Übung mit 5 Minuten, dass Sie sich sagen, ich bin ein Champion und ich kann alles tun, was immer ich will. Ich kann alles bekommen, ich kann alles haben, ich kann alles erreichen, was immer ich will. Ich bin als Champion geboren. Dann holen Sie sich mein Buch, Sie sind für Erfolg geboren. Und nehmen das dann auch noch alles mit. Aber das Interessante ist eben, Helge, dass es so unglaublich einfach ist, wenn Sie es nur tun. Das Dümmste, was ich jemals gehört habe, ist, dass Menschen sagen, wenn es so einfach wäre, würde das ja jeder machen. Ja, genau. Lennart. Yes. Großartig, großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein sehr inspirierendes, wunderbares Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Super. Das war jetzt auch ein perfektes Ende. Ich fand dieses Bild mit dem Spiegel, hat es wirklich schön rund gemacht am Ende nochmal. Sich wirklich auch nackt zu sehen und so zu akzeptieren, wie man ist, weil was anderes bleibt einem nicht übrig. Das ist das, was wir sind, was wir haben. Ja. Das fand ich sehr inspirierend und sehr motivierend. Ich weiß, wir könnten jetzt noch stundenlang gehen. Ich hätte so viele Fragen noch. Ich würde auch gerne wissen, was Sie noch alles vorhaben. Das gibt, wir können wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde drüber reden. Sie haben bestimmt noch einige große Sachen vor. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alle Kraft und Liebe und Unterstützung bei allen Ihren weiteren Realisierungen Ihres Lebenswerks. Das ist ja wirklich ein gigantisches Lebenswerk, was Sie da aufgebaut haben. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommen mag. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Helge, herzlichen Dank, dass Sie mich auf Ihrer Show haben und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Emi sendet Ihnen dann gleich die Zulassung für die Mitgliedswebseite, dann können Sie mal wirklich gucken, was wir wirklich machen. Und dadurch, dass Sie ja Englisch sprechen können, wir sind für fast 2 Millionen Informationen und Trainings und Videos auf der englischsprachigen Seite und die deutschsprachige ist auch schon sehr, sehr viel da, auch Kontroverses mit Souveränität und all diesem ganzen Kram. Und machen Sie so weiter und
Ich hoffe, wenn ich Sie nächstes Mal sehe, sehen Sie immer noch so jung aus wie heute. Alles Gute, mein Freund. Ja, okay, liebe Leute, das war mein wunderbares Interview mit Dr. Leonard Coldwell in North Carolina. Danke, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr zuschaut. Möge euch das alle sehr inspiriert haben. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch immer schön gut gehen. Bis dann. Tschüss.